Hallo Welt. Hallo Claudia, wo bist du, Claudia? Ich sehe dich gar nicht. Ey, hallo Claudia. Hallo, mein Name ist Claudia. Ich Claudia. bin Meteorologin und Bibliothekarin und willkommen zum Forschungsstrom. Henning? Warte. Ja, hier bin ich. Ah. Hallo. Ey, Der Henning. neue Signature-Move vom Forschungsstrom. Unglaublich kreativ. Hallo, ich bin Henning aus Berlin. Ich bin Wissenschaftskommunikator und es fehlt noch der Lambert. Hey, normalerweise mache ich gar keine Abendgymnastik, aber ich bin Lambert und sende live aus Hannover und arbeite als Bibliothekar bei der TB. Mensch, das war jetzt ganz schön anstrengend, die ganze Zeit ja diese Ja. Hand so hochzuhalten. Ja. Wirklich? Ja. Wir legen uns ins Zeug für unsere Zuschauerinnen und Genau, gib Zuschauer. doch mal Applaus, bitte. Ja, genau. Wer ist denn schon im Chat? Oh, das ist richtig Lamborghini, voll. Mann hat einen Lambo-Witz. Ein Lambo-Witz hatten wir noch nicht, oder? Das ist das erste Nee, Mal. nee. Ja, vielen Dank fürs Folgen, Icewalker 1974 und Seltmann. Glück auf, hat er geschrieben, der Nikolas. Auf Twitter habe ich den neulich Ja. gesucht unter Icewalker 1974, da heißt er gar nicht mehr so. Aber wenigstens hier heißt er noch so. Gute alte Okay, Zeiten, ein Glück. okay. Ja. Ja, Willkommen. endlich ist wieder Forschungsstrom. Ich hatte schon irgendwie Forschungsentzug. Ja, ich musste schon mit anderen Menschen über Wissenschaft reden. Nein, du hast doch nicht, oder? Doch. Hast fremd Ja. gestreamt? Nee, nur privat, weißt du Ach so. so. Ja. Okay. Worüber magst du das mit uns teilen? Aber worüber Über du schon. alles, über alles. Über alles, was in den Drosten. letzten 4 Jahren, alles, was in den 4 letzten Wochen passiert ist. Also, ich hab gehört, die Welt der Wissenschaft ist einmal zusammengebrochen, explodiert, implodiert und dann wieder aufgebaut worden oder so. Das kommt so bei den Leuten an. In etwa, glaube Wahrscheinlich. ich. So, ja. Und ihr, was habt ihr gemacht in den letzten 4 Wochen, um das zu kompensieren? So. Ich wollte Blut spenden. Hat geklappt? Hat geklappt, ja, doch. Alles gut gegangen. Nur als ich dann nachher mit meinen Kindern auf dem Spielplatz saß und dachte, ich könnte mal diesen ölligen Verband da abmachen, da habe ich den so abgerissen und auf einmal merkte ich, oh, das suppt ja noch ein bisschen. Aber dann habe ich noch ein bisschen drauf gedrückt und dann ging es wieder. Ach du meine Güte. Okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Blutspenden ist im Moment ziemlich wichtig. Genau. Tut Mein nicht einschneidendes besonders weh. Wissenschaftskommunikationserlebnis von letzter Woche war, dass ich von Drosten geretweetet worden bin. Yes! Für die Drosten-Ultras natürlich ein Ja. berichtenswertes. Ja, und Absolut. jetzt bist du irgendwie, muss ich dich jetzt siezen? Also jetzt hast du irgendwie 20.000 neue Follower bekommen und 400 Likes und so. Wie fühlt sich das an? Ich meine, das ist schwer zu sagen. Ich habe einen Tweet gemacht, der millionenmal gesehen worden ist. Wer kann das schon mal sagen? Was, Aber worum ging es ansonsten, denn? mein Leben hat sich nicht so stark verändert. Ich meine, ich habe ein paar mehr Follower gewonnen. Ganz unter uns gesagt, es ist so eine bunte, gemischte Tüte, ne? Es sind hochwertige Follower dabei. Es sind Follower dabei, die denken wahrscheinlich, keine Ahnung, was die denken, was sie wollen. Aber ist Und okay. worum ging es in dem Tweet? Oh, ja, Oder es kommen wir ging. jetzt schon zu den inhaltlichen Eingeweiden unseres Ja, Diskurses hier? ganz kurze Stichpunkte. Ich meine, aber das ist wirklich auch so ein, das war eine Nummer. Also dieser Angriff der Bild-Zeitung auf eine Studie von Du hast das Wort Drosten. gesagt. Ja, und Entschuldigung. aber das ist schon die Hin- und Überleitung auf ein Thema, was heute eine Rolle spielen wird, nicht? Weil der Drosten, das Team von Drosten hatte so eine Art Vorabveröffentlichung gemacht. Schlimmere Fachbegriffe dafür kommen noch später aus Claudias Mund. Und diese Vorabveröffentlichung, die wurde sehr gedisst von der Bild-Zeitung auf so eine Art und Weise, die auf den ersten Blick credible ist, weil sie Leute zitiert haben, andere Wissenschaftler, die vernichtende Kritik anscheinend üben oder so. Und der Verlauf, den das genommen hat und wie sich das aufgeklärt hat, war aber so schön und zeigt, wie sich manche Missverständnisse auch dann doch selbst auf Twitter klären lassen. Und das hatte ich zusammengefasst in dem Tweet. Darum ging es eigentlich, ja. Den Und kannst du ja wie vielleicht hast du das geschrieben? noch mal rein kopieren, den Link zu dem Tweet, oder? Ja, okay, klar, ja, natürlich. Ja. Das, genau, Weil das können wir machen. Claudia, hier was war kommt dein Highlight der, solange Lambert noch die URL von seinem Tweet sucht, was war dein Highlight ich der würde nur Wissenschaftskommunikation seit dem letzten Forschungsstrom? nur ich würde genau da einsteigen, wo Lambert aufgehört hat, weil ist genau mein Thema für heute. Ja? Ist exakt mein Thema für heute. Also nicht exakt. Also ich möchte
Naja, also okay, sagen wir es so. Es ist nah dran an meinem Thema, weil es dreht sich um das Thema. Wir kennen alle den Kontext. Ich glaube, ich muss es ja nicht wiederkehren. Damals hat es ja schon gesagt, ne? Also Drosten veröffentlicht ein... hat Tests gemacht, hat Daten ausgewertet und ich zitiere jetzt mal Drosten selbst mit einer relativ groben Methode. Wie hat das heute genannt? Mit der Holzhacker-Methodenstatistik gemacht und hat das veröffentlicht als ein Preprint. Und diesen Begriff merken wir uns mal, ein Preprint. Und dann haben eben Wissenschaftler, andere WissenschaftlerInnen haben inhaltliche Kritik geübt, Peer Review gemacht, Unzulänglichkeiten benannt und wie Lambert schon gesagt hat, völlig berechtigt und die Bild macht daraus einen Skandal. Und damit ich das nochmal verstehe, also das ist dann noch nicht bei irgendeinem Verlag, oder? Genau, das ist der Punkt. Ich würde gerne mal nochmal kurz, bevor ich das zu einem Verlag komme, weil genau das finde ich das Thema, die Frage ist, was ist eigentlich ein Preprint und wie muss der eigentlich sein? Und was bedeutet das eigentlich? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es immer gesagt wird, was es ist, aber was daran so problematisch ist oder was an dieser speziellen Situation jetzt so problematisch ist, geht ein bisschen unter. Also was schon viel besprochen wurde, das muss ich immer sagen, also an vielen Stellen gesagt wurde, ist ja, dass das wissenschaftliche Alltag ist. Ja? Also, dass man geprüft wird und kritisiert wird oder dass man selber prüft und selbst kritisiert. Also Drosten macht das ja in seinem Podcast auch, dass er sich Studien anguckt und die kommentiert, auch sehr kritisch. Dass Wissenschaft sich eben immer selber hinterfragt und das ist ja nichts Schlimmes ist, wenn eine Erkenntnis widerlegt wird. So. Und ich glaube, dazu haben eigentlich schon viele gesagt, vieles gesagt worden. Am schönsten, finde ich, hat es Maite Nürnkin gesagt in ihrem aktuellen Video. Wie hat sie es gesagt? Ich habe es mir aufgeschrieben. Willkommen in der Wissenschaft, hier werden jeden Tag Fehler eingeräumt. That's our daily business. Und ich möchte darüber eigentlich nicht mehr sagen als genau das. Also das ist kein Skandal. Genau, wobei Fehler einräumen sich jetzt ja nicht nur irgendwie auf sowas grundsätzliche Generalkritik, wie die komplette Studie ist falsch, bezieht, sondern so habe ich sowohl MIT als auch diesen Diskurs um das Drosten-Preprint verstanden, ist auch halt, ja, um Wertungen oder Einschätzungen, die man so oder auch eben anders haben kann, geht. Was weiß ich, da scheint es ja schon irgendwie Streit zu geben, ob es jetzt gut ist, die Altersgruppen von, weiß ich nicht, ja. 0 bis 5 und dann 5 bis 14 oder ob man die jetzt anders einteilen müsste, oder die Altersgruppen. Kontinuierlich. Also, dann hat man die neu zusammengewürfelt, dann kannst du neue Gruppen miteinander vergleichen, dann kommt irgendwie was anderes raus. Das heißt ja jetzt noch nicht, dass da irgendwie eine Studie falsch ist, wenn man irgendwas kritisiert, ne? Nee, gar nicht. Und umgekehrt kann man wiederum sagen, dass natürlich gleichwohl, darauf hatte Drosten dann ja auch hingewiesen, solche Hinweise von so Statistikexperten, die möglicherweise sogar aus ganz anderen Fächern kommen, die vielleicht Wirtschaftswissenschaftler sind, trotzdem natürlich vollkommen berechtigt sind und vielleicht sogar später in eine überarbeitete Fassung von so einem Paper einfließen können und es besser machen können. Wenn du ein besonderer Klugscheißer bist, kannst du sogar Co-Autor werden, habe ich gehört. Ja, einer hat es geschafft. Ist in dem Fall passiert. Ja. Super interessante Geschichte daran, ne? Ja, dass es sogar nicht nur um Kritik geht, sondern auch um Kollaboration dann letzten Endes. Ja, also Drosten hat es ja heute auch wunderbar gesagt, dass er dieses Echo, das bekommen ist über die Wissenschaft, also von anderen WissenschaftlerInnen, dass er das ein spannendes Experiment fand, so über Social Media und so offen so viel zu bekommen und dass das ja wirklich bereichert war und dass das wirklich viel gebracht hat. Ich muss einen Transparenzhinweis geben. Ich habe heute den heutigen Drosten noch nicht gehört. Muss ich kurze Selbstanzeige hier erstatten. Schlimm. Also, Henning, wir reden trotzdem weiter mit dir, ja, hier. Genau. Das ist okay. Ja, aber wisst ihr, genau darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Also ich denke mal, also nein. Also ich glaube, wir haben alle verstanden, dass die Mentalität, dass das die Mentalität der Wissenschaft ist, sich selbst zu hinterfragen, zu kritisieren. Und ich glaube, dass das so ist, dass sich die meisten Leute verstanden haben und dass das so ein bisschen diese Eskalation aus diesem Bildskandal rausnimmt. Ne? So funktioniert Wissenschaft und ich glaube, das haben viele verstanden. Und ich möchte auch nicht über die inhaltlichen statistischen Auswertungen oder Kritik reden, die ja durchaus berechtigt ist. Und aber dazu bin ich keine Expertin, aber das hat der Drosten so eingeräumt. Und ich möchte auch mal ausklammern,
das Peer Review, also diese Begutachtung von den und Kritiken von anderen WissenschaftlerInnen, jetzt auch nicht fehlerfrei ist. Ja? Also auch Peer Review ist nicht das Maß aller Dinge und es gibt auch nicht das Peer Review. Also es gibt nicht die eine Art, das zu machen. Es gibt ganz viele Arten, aber das möchte ich auch mal nehmen und zur Seite stellen. Sondern ich wollte noch mal auf zwei Sachen kommen, von denen ich glaube, dass sie zu dieser Eskalation beigetragen haben, die aber vielleicht jetzt nicht auf den Anhieb so ersichtlich sind. Und eine davon, also die erste davon, ist das Wording. Wir reden ja von einem Preprint. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Zeit, dieser Artikel niemals geprintet wird, so auf Papier. So, wer printet heute eigentlich noch? Print bedeutet, früher, man hat diesen Artikel genommen, als er fertig war und hat ihn geprintet und dann war er fertig. So. Und da bedeutet das der Begriff Preprint ja eine Version vorher. So, und das bedeutet, also ist jetzt mal so komplett analog gedacht, irgendwann ist etwas fertig und starr und das, was davor war, das ist Pre. Und ich glaube, dass... Ja. Bedeutet dann Pre, dann, dass es quasi vor der Begutachtung ist oder, ja. Oder nach der Begutachtung, aber noch nicht veröffentlicht? Oder was bedeutet dann dieses Pre? Im ganz klassischen Sinne, und das ist das Framing, das dahinter steckt, was ich so denke, was so das Problem ist, ist es, dass Preprint verstanden wird in einem Zeitschriften-Framing. Preprint bedeutet eigentlich, so wie es benutzt wird, dass es die Version ist, die ich zu einem Verlag schicke. Also ich nehme die Version, die ich zusammengeschrieben habe, und ich schicke sie zum Verlag. Das ist das Preprint. Also dann bekommt das Peer Review und dann wird daran gearbeitet und dann wird sie verbessert, die Version. Und wie jetzt bei Drosten kommen Veränderungen rein und dann wird sie irgendwann bei der Zeitschrift veröffentlicht. Also bezeichnet das Preprint eigentlich ganz klassisch die Version, die man einem Verlag schickt. Und das ist ja bei dem Drosten-Paper, wie ihr das sicher gehört habt, ja noch gar nicht passiert. Es ist also noch nicht mal ein Preprint in der klassischen Definition, wie wir dieses Framing haben. Und ich glaube, dass dieses Stempel Preprint, das hat er heute tatsächlich auch gesagt, da kann man noch mal rein, ist so ein bisschen problematisch, weil das klingt so, als wäre es die Version, die er schon eingereicht hätte, als wäre sie schon fertig gewesen zum Einreichen. Aber er hat sie ja erstmal auf der Webseite veröffentlicht und ich glaube, dass dieser Begriff Preprint da einfach eine Vorveröffentlichung einfach so ein in der wissenschaftlichen Community durchaus ja einen anderen Charakter hat, als etwas mal schnell auf der Webseite veröffentlichen. Wie seht ihr das? Was meinst du jetzt mit einen anderen Charakter hat? Im Sinne von, das ist irgendwie nicht so gute oder nicht so geprüfte Wissenschaft oder das ist irgendwie noch nichts, womit man Meriten sich verdienen kann? Oder was meinst du mit anderen Charakter? Gar nicht. Also ein Preprint ist ja nicht die erste Version, die man schreibt. Also wir wissen ja alle, wir schreiben mal zusammen mit Kollegen und Kolleginnen so einen Artikel und das sind dann vielleicht 4 Leute beteiligt und man schickt sich den ständig hin und her und das Ding verändert sich ja permanent. Ne? Also es gibt ja... Ihr schickt euch da Word-Dateien hin und her? Na ja, eher so die Zuständigkeit hin und her. Wir schicken keine Word-Dateien mehr, zum Glück. Aber... Man spielt sich ja dann immer den Ball zu, jetzt kontrolliert mal der eine und dann schreibt mal die andere noch was dazu. Und das Ding verändert sich quasi immer, das lebt. Ne? Und manchmal nimmt man das und schickt es einer Kollegin an der anderen Uni, die vielleicht nochmal drauf guckt. Man schickt es vielleicht einem befreundeten Statistiker. Und dieser Prozess, dieses mal über die interne Autorengruppe hinaus schon mal andere Fragen, wie sie das finden, was man da macht, das hat Drosten jetzt quasi öffentlich gemacht. Ja, genau. Ne? Ich meine, wenn neben so einem Preprint steht, under review oder so, also manche Journals veröffentlichen ja eingereichte Artikel heute schon vorab. Ne? Oder wenn neben einem Preprint auf einem Preprint-Repository steht, submitted to irgendwas oder sowas, dann ist es ja eigentlich ein interessantes Spielchen, was da stattfindet. Also derjenige, der das so veröffentlicht, lässt die Öffentlichkeit daran teilhaben, dass er sagt, passt auf, ich setze darauf, dass eigentlich dieses Paper, vielleicht nachdem ich nochmal Veränderungen vornehmen muss, aber das sind dann eher inkrementelle Änderungen, dass es jedenfalls nicht total abgelehnt wird, sondern dass es
erscheinen wird, nicht? Und er lässt oder sie lässt uns daran teilhaben oder so. Mhm. Eigentlich ein interessanter Vorgang. Und das war die traditionelle Bedeutung. Und ein anderer Aspekt, aber beides kann auch natürlich gleichzeitig stattfinden, ist das, was du jetzt gerade genannt hast, dass man sagt, okay, ich wende mich an die Öffentlichkeit, weil irgendjemand auf die Idee kommen könnte, mich zu kritisieren, und das will ich zulassen. Oder ich verspreche mir sogar positiv ein Feedback davon oder so. Oder und das ist ein super schillerndes Phänomen. Also es gibt inzwischen ja auch Preprint-Plattformen, wo die sozusagen mit so Open Peer Review arbeiten, ne? Und die dann sozusagen einen Review auf der Plattform zulassen und so. Gibt es inzwischen auch alles, ne? Ja. Und aber das hier war jetzt eigentlich. Das war eigentlich jetzt noch offener, ne? Also das war jetzt ja, wo hat er das genau hochgeladen? Hat er das bei sich auf der charité.de hochgeladen oder auf einem von diesen auf einer Webseite. Repositories, wie du das eben genannt hast? Nee, auf der Webseite. Also auf der Webseite. Mal, quasi ja, genau. Wirklich noch einen Schritt vorher. Deswegen bin ich so ein bisschen so dieses, Preprints sind noch Work in Progress, das sagt Icewalker auch klar, ne? Da ist immer noch, kann noch viel geändert werden, aber das ist natürlich noch einen Schritt vorher quasi veröffentlicht, noch nicht, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Begriff gehört hatte, wer das gesagt hat, noch nicht mal Preprint im Sinne von ist noch nicht mal auf einem Preprint-Server, ist gerade noch gar nicht eingereicht bei einer Zeitschrift, sondern er hat quasi schon vorab gemacht. Und ich glaube, das ist gerade in Corona-Zeiten natürlich etwas, was wichtig ist, weil, und das ist ja jetzt so der zweite Aspekt, neben dem Wording, dass man bei einem Preprint etwas erwartet, was quasi schon beim Verlag eingereicht ist, was in dem Fall noch gar nicht der Fall war, sondern er schon vorab Leute einbinden wollte. Und das Zweite ist, dass das wirklich so transparent ist und so, also ich würde mal sagen, next level von teilhaben lassen am wissenschaftlichen Arbeiten aufgrund der Corona-Krise, der aktuellen Situation. Ne? Also man möchte natürlich schnell seine Ergebnisse, die man hat, teilen. Und ich glaube, da kommt man als Wissenschaftlerin in diese, also ich habe ja meine Ansprüche an mich selber und an meine Wissenschaft, was ich mache, und an sowas braucht auch Zeit, wie ich Daten auswerte und analysiere. Andererseits gibt es natürlich noch äußere Umstände oder andere Dinge, die einen Einfluss darauf haben, wann ich sage, ich reiche das jetzt ein oder ich veröffentliche das jetzt. Und ich glaube, im Moment ist es natürlich so, dass es einfach ein, ich möchte möglichst schnell schon mal zeigen, was wir haben, um anderen Leuten zu helfen oder um Daten zu liefern, um eine Auswertung zu liefern. Und man deshalb diese Abwägung zwischen, was ist denn, und das war die Frage, die Lambert heute gestellt hat, was ist denn gut genug, um ein Preprint zu sein? Und ich glaube, dass das so eine innere Abwägung ist, ab wann hat jetzt zum Beispiel Drosten, wann stelle ich so etwas auf einem Preprint-Server oder sogar auf einer Webseite noch vorab bereit? Und ich glaube, das hat in der aktuellen Situation natürlich eher so einen Ausschlag in Richtung, wir machen das jetzt transparent und wir gehen ein bisschen früher raus mit dem, was wir machen. Ja. Deswegen fand ich die, also in der Podcast-Folge heute sagte Corinna Krause so zur Einleitung, dass dieser wissenschaftliche Diskurs, der da jetzt so öffentlich stattgefunden hat, so weit so normal sei. Und ich dachte mir so, nee, diese Transparenz, also dieses noch vorher nochmal, normales Paper wird nicht von 30 Experten aus anderen Fachgebieten gelesen und kommentiert und so fundiert tief gelesen und kommentiert. Leider, muss man dazu sagen, weil dafür die Zeit fehlt. Aber das passiert normalerweise nicht. Normalerweise im Peer Review passiert das von 2 oder 3 ExpertInnen und das dauert sehr viel länger, und dieses sehr viel länger können wir uns im Moment vielleicht einfach nicht leisten, und ich glaube, deshalb haben wir das jetzt gesehen, was wir gesehen haben. Stimme ich total zu. Also das ist fast eine moralische Frage, die ich daraus machen würde, ja. Bei so einem Thema wie Pandemiebekämpfung, möglichen Beitrag zu einer Pandemiebekämpfung, muss man das so schnell wie möglich und so offen wie möglich zugänglich machen. Obwohl ja gleichzeitig auch das gilt, was Drosten recht summarisch, aber zu Recht auch gesagt hat, dass wir natürlich viele Preprints sehen von minderer Qualität, gerade bei so einem Thema. Die Dynamik hat man auch, aber das ist dann, muss man dann ertragen.
Nicht? Mhm. Aber die Vorstellung, dass man irgendwas zurückhält und sei es vielleicht noch Daten, die noch nicht zu Ende ausgewertet sind, wo man noch gar nicht den optimalen Weg gefunden hat, wie man es gruppiert oder keine Ahnung, das wäre richtig fahrlässig, das wäre richtig problematisch. Ich möchte noch zu einem anderen Aspekt ganz kurz was sagen, fand ich ganz interessant. War jetzt nochmal die Frage von Henning gerade mit auf der eigenen Website oder auf einem Preprint Repository, auf so einem dedizierten Server, der nur für sowas da ist, nicht? Das halte ich auch nochmal für einen Aspekt, zu dem man was sagen kann, weil ich meine, die Sache ist die, mir gefällt es, was Drosten macht, weil er geht den super pragmatischen Weg, nenne ich es mal, ja, das ist am schnellsten und einfachsten, ist allein dadurch auch schon legitim. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass es dennoch auch einen zusätzlichen Nutzen hat, über so einen Server zu gehen, weil ich nämlich damit, dass ich einen Dritten einbeziehe in mein Spiel, ja, übrigens muss es dann in der Hinsicht auch nicht mal zwingend ein Preprint-Server sein, das könnte ich mit github.com auch machen oder so. Damit beziehe ich ein Archiv mit ein, bei dem ein Dritter für die Öffentlichkeit nachvollziehbar macht, was ich gemacht habe. Ja? Also ich kann eine URL auf meinem eigenen Server, kann das, was sich dahinter verbirgt, jederzeit ändern, ohne jemandem Bescheid sagen zu müssen und auch ohne, dass es so ohne weiteres nachvollziehbar ist, was ich da gemacht habe. Während wenn ich in so einem Ding, was eine Versionierung hat, einmal was drin habe, ist es getrackt, ja, und es hat, bekommt einen Identifier, bekommt einen Zeitstempel drauf, dann kann ich vielleicht später nachvollziehen, oh, es ist zurückgezogen worden, passiert auch mal, kann auch selbst bei einem Journal passieren, ne, aus Gründen, die dann vielleicht genannt werden, hoffentlich. Oder ich kann sehen, es ist geupdatet worden, hier ist noch die alte Version, nicht? Und das ist ein Mehrnutzen, der für die wissenschaftliche Öffentlichkeit, glaube ich, schon sinnvoll sein kann. Aber ich lese gerade im Chat, Orangenöl schreibt, du meinst Preprint-Server versus Website ist wie ResearchGate versus Postprint-Server. Also andersrum. Okay. Ach, danke, Orangenöl, ja. Und ich finde, die Diskussion, die gerade Icewalker und Mr. Prosser führen, ist genau die ich auch in meinem Kopf führe. Ein Preprint ist mehr als ein Draft, weil es die finale Version der AutorInnen ist. Und ich glaube, das kam. Dieser Level von Openness war in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt. jetzt lassen mal Henning reden. Henning wollte noch was sagen. Nee, ich habe den Eindruck, wir, Claudia, unterbrechen die ganze Zeit deine Dramaturgie, die du dir schon zurechtgelegt hast, mit unseren Zwischenkommentaren oder Fragen. Entschuldigung? Das ist das Konzept der Show, oder? Ja, genau. Claudia hat einen Plan, Lambert und Henning sind nicht vorbereitet und während Claudia ihren Plan durchzieht, wird sie von uns gnadenlos bei mir gestellt, ja. Genau, was ich mich wirklich frage, ich meine, klar, man kann sowas da irgendwie auf die auf seine Webseite stellen, aber, und wenn ich irgendwie der Star-Virologe bin, wie eine gewisse deutsche Tageszeitung ihn nennt, dann kriege ich wahrscheinlich auch viele Klicks auf mein PDF, was auf charité.de irgendwo rumlümmelt. Aber wenn ich gelesen werden will, wäre das dann nicht schlauer, irgendwie wirklich auf so einen dedizierten Preprint-Server oder so zu gehen? Also ich würde es wirklich verstehen, warum man das absichtlich nicht macht. Weil man, ist das eine Aussage hier, es ist noch nicht so gereviewt und deswegen mache ich das jetzt so? Oder weswegen macht man das? Das müssen wir ihn mal fragen. Und jetzt begrüßt Christian! Ich weiß es nicht. Es ist teils, nicht? Also bei sowas wie. Entschuldigung? Wie, darf ich? Bitte. Sowas wie der Hochenergiephysik, ein Beispiel, auf das ich gleich nochmal kommen werde oder so, hast du eine so spezielle Community, da funktioniert der Preprint-Server wie so eine Art Community-Message-Board. Nein, das soll jetzt nicht so abfällig sein, wie es vielleicht rüberkommt, also dass man einfach sagt, okay, wenn ich zur Arbeit komme, öffne ich in einem Browser-Tab, was ist Neues in meinem Spezialfall, Spezialgebiet von Hochenergiephysik und ich sehe dann, was Neues da ist oder sowas. Ne? Da erfüllt es dann so eine Art orientierende, ja genau, wie so ein Slack oder so, da erfüllt es dann wirklich so eine orientierende Funktion. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass man sich keine Illusion darüber machen sollte, dass vieles von diesen
Strukturen im wissenschaftlichen Publikationswesen wirklich nicht so eine nützliche Orientierungsfunktion erfüllt. Weil der Grund, warum letzten Endes, wenn man jetzt einfach mal lebende, echte Forscherinnen, also die publizieren, fragt oder so, warum die jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Journal wählen oder so, ist ja nicht die Kalkulation, meine Peers, die schlagen interessiert das Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe auf und entdecken dann, was es Neues gibt, sondern da geht es darum, dass es eine Reputationsökonomie gibt, nicht? Und das sind die Journals, wo es dann zählbare Indikatoren gibt, auf die man seinen Output hin optimiert, was ein rieseneigenes Thema für sich ist. Was ich nur sagen will, man kann sich auch denken, dass man diese orientierende Funktion mit anderen Services hinbekommt, also das Stichwort ResearchGate war schon gefallen, wo ich selbst tracke, wo ich veröffentliche. Dann ist es auch wieder egal, wo ich es mache, ja, weil Leute haben dann so eine Art Timeline, wie bei Facebook. Also diese Funktion kann ich auch anders erfüllen. Dann kann ich auch genauso gut auch als namenloser Mini-Virologe von nebenan auf charité.de oder so publizieren, nicht? Mhm. Ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, Mr. Prosser sagt es schön, wenn man nicht auf dem Preprint-Server schaut, bekommt man noch gar nicht mit, was Neues gibt. Weil alles andere dauert ja so lange. Ne? Also Journals sind, das dauert ja, der ganze Peer-Review-Prozess dauert so lange. Und dann hat man manchmal so den Eindruck, die Welt ist schneller geworden. Ne? Und vielleicht müssen wir also auch in der Wissenschaftskommunikation einfach diese Schnelligkeit eben öfter über Preprints reden, wie es ja jetzt auch passiert, was ich gut finde, mit aufnehmen und müssen aber gleichzeitig darauf achten, dass die Leute davon nicht überfordert sind, mit diesem Teilhaben am wissenschaftlichen Prozess selber. Ne? Wen meinst du jetzt mit die Leute? Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, ja. Öffentlichkeit. Ich habe, ich verlinke mal gerade eine Studie im Chat, eine Veröffentlichung. Da hat jemand unter anderem im Selbstexperiment eine Doktorarbeit geschrieben, die man von Anfang an beim Schreiben öffentlich verfolgen konnte. Also der Christian oder? Christian Heise oder? Christian Heise, genau. Ne? Und das ist schon Next Level Openness. Der hat allerdings auch Schmerzen, habe ich gehört, dabei. Ja, du kannst den Artikel lesen, das ist, Das ist tatsächlich sehr offen. Man kann komplett alles nachverfolgen. Jede Änderung, jede Korrektur, die man macht. Ne? Und ich weiß, also man muss da wirklich gucken, dass man das dann auch kommuniziert, was da passiert. Und das ist das, was jetzt gerade passiert ist, dass die Leute verstanden haben, dass Wissenschaft tatsächlich Fehler macht und sich korrigiert und dass das absolut das ist, was Wissenschaft eben tun sollte. Dass das eben tatsächlich für diesen gesamten Prozess gilt. Ne? Und nur weil jetzt tatsächlich jemand mal einen statistischen Fehler gemacht hat oder einen Zahlendreher hat, schadet das nicht der Wissenschaft, die diese Person macht, sondern gehört dazu. Wir sind ja, halt dann stelle ich doch jetzt mal die provokante These in den Raum. Okay, das ist alles viel zu kompliziert, die Leute können das nicht verstehen, geht irgendwie so ein community-internes Ding, geht da rum, und jetzt auf einmal macht die Bildzeitung da irgendeinen Quatsch und dann haben wir den Eindruck, irgendwie die Politik hätte eine falsche Entscheidung für uns getroffen. Da würde ich doch jetzt mal die provokante These in den Raum stellen, wenn ich mein Auto zur Reparatur bringe, ich habe gar kein Auto, aber ich muss auch nicht verstehen, wie die MechanikerInnen da irgendwie dran reparieren. Ich will das auch gar nicht wissen. Und wenn ich irgendwie anfange, mich mit der Motorsteuerung zu beschäftigen, dann kriege ich noch irgendwelche Verschwörungstheorien, dass, Bill Gates mein Auto gehackt hätte oder ich weiß nicht was. Aber jedenfalls, das darf ich gar nicht wissen, sondern das muss eine Blackbox sein. Der Motorhaube muss immer gut verblombt sein und die Wissenschaft darf bitte nicht so tief einsehbar sein für die Gesellschaft, sondern das muss alles dahinter so einer schwarzen Vorhang passieren und dann kommt da was raus und dann ist das gut für mich. So, These. Lambert, willst du oder soll ich? Ja, dann kann das doch alles nicht passieren. Dann kann die Bild-Zeitung da gar nicht reingucken, weil das ist ja dann ihr mit eurer ganzen Openness. Wenn ihr diese Preprint-Server nicht so open gemacht hättet, ihr Open in Evangelistin. Gott, wie viele Verschwörungstheorien wir dann hätten, Henning. Ich glaube tatsächlich, dass es dann noch mindestens eine dritte Ebene, also wir reden sozusagen im Moment über die Differenz zwischen den beiden Ebenen, richtig publizieren, peer-reviewed.
was immer das genau ist, haben wir jetzt noch gar nicht so richtig behandelt. Nee. Und versus das, was davor ist, was vielleicht auch nochmal zwei verschiedene Stufen hat oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall das, was davor ist, ja. Aber eigentlich für die Frage, wie kommt das Resultat verständlich bei Leuten außerhalb an, gibt es noch eine dritte Ebene, würde ich sagen. Ja, die, das ist ja ein bisschen der Trick. Also ich meine, wenn ich irgendwie meine Erkenntnis in Nature oder so platziert habe, ist das für mich gut. Wie gesagt, ich habe damit die Reputationsökonomie bedient, vielleicht auch irgendwelche anderen Funktionen erfüllt, kann sein. Aber das führt nicht dazu, dass irgendwie Karl-Heinz, der irgendwie nie weiß, was ein Preprint ist, das dann erst liest und es dann versteht, weil auch das liest er nicht, was in Nature ist. Ne? Also das muss man klar haben, dass das nochmal eine andere Anforderung oder nochmal eine dritte Ebene ist oder so. Und ich das gesagt habend, würde ich gleichzeitig auch sagen, dass sozusagen immun zu sein gegen so eine Art von Kampagne, die die Bild-Zeitung fährt, indem man grob weiß, wie es ist und dass es eine bestimmte Art von Qualitätssicherung in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit gibt, kann zumindest nicht schaden. Also das ist, finde ich, ein Level von, also ich will jetzt nicht idealistisch klingen, ja, aber das ist ein Level von Wissenschaftsliteracy oder so, die ich im Prinzip total wünschenswert finde oder so, dass Leute so eine Vorstellung davon haben, oh, okay, die gucken sich gegenseitig auf die Finger, es gibt bestimmte Mechanismen, bla bla bla, es gibt diese zwei Ebenen, wäre cool, oder? Da sind wir uns wahrscheinlich irgendwo einig, dass es schön ist, wenn Leute das wissen, oder? Ich weiß nicht. Oder ist das super idealistisch, ja, gerade, was ich erzähle? Nein. Ja, aber nein. Ja, aber nein, ne? Ja, na. Nein, also erzähl. Es ist, ich finde, also du hast völlig recht. Also wenn wir das nicht, wenn wir es so machen würden, wie Henning jetzt gerade dystopisch postuliert hat, also alles wegsperren und wir machen eine Blackbox, dann befeuern wir ja tatsächlich das Misstrauen und wir öffnen Tür und Tor für Missbrauch auf der einen Seite und für Interpretationen jedweder Art auf der anderen Seite. Ne? Also ich weiß wirklich nicht, was mein Automechaniker macht. Und dann kommt der Nachbar zu mir an und sagt, also die machen nur Schrott in der Werkstatt, geh lieber zur nächsten. So, und ich kann ja das nicht nachprüfen, aber bei Wissenschaft, die sollte so offen sein, weil das hat ja nun mal einen gesellschaftlichen, sehr, sehr relevanten Wert. Und ich weiß nicht, ob ihr schon die neue Anstalt gesehen habt. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Zeit gehabt, Dinge zu gucken. Da hatten sie einen Skeptiker und der fragte so, ja, aber wem kann ich denn jetzt überhaupt noch vertrauen? Ne? Also weil halt Studien widerlegt werden oder kritisiert werden. Und darauf gab Klaus von Wagner die Antwort in etwa, vertrauen Sie nicht einfach einem einzelnen Wissenschaftler, sondern vertrauen Sie darauf, dass die Wissenschaftler sich gegenseitig misstrauen und kontrollieren. Ja, erstens die und zweitens gibt es dann auch noch WissenschaftsjournalistInnen und genau. Ja. Und das finde ich den wichtigen Punkt. Ich dachte mir so, das ist vielleicht die eine Sache, aber wenn wir offen sind, open und so machen, wie das jetzt gelaufen ist, dann haben auch andere noch die Chance zu gucken, ob wir uns auch wirklich gegenseitig auf die Finger gucken. Bei einer Blackbox wäre das nicht möglich. Da wäre es reines Vertrauen, dass das passiert. Und so konnten wir jetzt mal live sehen, dass das passiert. Von daher. Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage. Du hast eben, Claudia, gesagt, die Welt ist so schnelllebig mit Corona und alles muss möglichst schnell gehen, alles digital, alles raus. Und trotzdem sprechen wir hier über Preprints. Ich meine, wie anachronistisch ist das? Also hätten die das irgendwie auch pre-gemeißelt nicht auch nennen können, damals, ja, als noch bei Asterix alles irgendwie in Steine gemeißelt worden ist? Das ist ja schon ganz schön anachronistisch. Und wo was dann noch das Allergeilste ist, ich bin ja so alt, ich habe ja noch irgendwie im letzten Jahrtausend studiert. Und da habe ich, ihr glaubt es nicht, habe ich Preprints als Print teilweise von Forschern bekommen. Das heißt, es gab Preprints, aber die wurden dann geprintet, also ein Printed Preprint. Und das war nämlich dann die Möglichkeit, als es mit diesem Web noch nicht so richtig fluffig war, dann also möglichst schnell die Veröffentlichungen zu verteilen. Habe ich noch hier liegen. 4 Umzüge haben sie überlegt, im 5. hoffentlich nicht. Ja, also in meinem Opa erzählt vom Kriegteil später von Forschungsstrom heute, wo ich ein bisschen was über die Vorgeschichte von Preprints erzähle, werde ich unter anderem auf die Frage noch ein bisschen eingehen. Entschuldigung, jetzt habe ich dir schon deine schönen Gags weggenommen. Hast du gar nicht. Du hast nur das Thema schon angedeutet. Aber Claudia, wo warst du eigentlich in deiner Erzähl-Timeline? Ich habe keine Erzähl-Timeline. Also ich hatte 15 Stichpunkte und die haben wir jetzt in irgendeiner wilden Reihenfolge wahrscheinlich alle irgendwann mal
angerissen. Ja, auch super interessant wieder in den Kommentaren. Also wirklich ein total, meine Güte. Wir könnten eigentlich auch die Kamera, also wir könnten weggehen, die Kameras anlassen und ihr klärt das Thema in den Kommentaren. Was ich mit dem Chat habe, ist, wenn ich, dass ich diese Chatnamen immer falsch lese. Also du hast eben gesagt, Claudia, der hieß Orangenöl. Ich lese da immer Orange Noel. Orange Noel, oh, das ist ja toll. Ja. Ein orangener Weihnachtsmann. Postpunk irgendwie, weiß nicht. Ja, aber ich bin übrigens Biblionik, nur falls sich wer fragt. Ja, aber ich bin Fuzzy Leapfrog, falls sich das jemand fragt. Ja, ich finde auch, da sind so viele Sachen drin. Ich lese sie alle, aber ich kann gar nicht zu allem was sagen. Aber die Speichersymbole sind immer noch die 5,5 Zoll Disketten. Ja, sei froh, wenn du nur die 5,5 und nicht die 8 Zoll Disketten noch kennst. Ja. Hier, die da, die Lappen, das die man so reinschieben musste mit der Klappe runter. Ja, Moment, es gab die harten, das waren die drei irgendwas Zoll, drei Viertel oder was. Dann gab es die groß, dann gab es dreieinhalb, dann gab es die 5 1/4, das waren die Waschlappen. Genau. Und dann gab es die alten Waschlappen, die waren 8 Zoll. Du meinst Handtücher? Ja, die hatte mein Vater in der Firma, aber das muss irgendwie 80er gewesen sein. Aber das war nicht bei Home-PCs, das war bei so, weiß ich nicht. Ja. Ja. Ach Gott, wir bekommen da so gute Kommentare. Schau mal, was Mr. Prosser da so geschrieben hat. Was passiert eigentlich mit den Chats, wenn wir weg sind? Gehen die alle in die sind in unserem Video, die sind im Video eingebunden und sind im Video dann später nachschaubar auf Twitch oder auf YouTube. Also die könnt ihr da alle noch sehen. Leider kann man den Chatverlauf natürlich nicht exportieren, aber das ist jetzt. Ja, die veröffentlichen es übrigens unter offener Lizenz. Archivierungsleute werden sich eines Tages mal freuen, wenn sie dann den Chatverlauf aus so einem Video wieder rauskratzen müssen. Aber das ist jetzt nicht unsere Sorge. Okay. Sollt ihr mal Anna fragen, die unsere Links abtippt? Ich hoffe, ihr habt alle Links jetzt parat und schickt sie mir nach dem Stream, damit ich sie ihr schicken kann, die ich nicht abtippen muss. Ja. Aber darüber wollte ich echt noch mal reden, weil über die anderen Sachen, ne, so inhaltliche Kritik und wie das so alles funktioniert, da wurde so viel gesagt, aber ich fand gerade so dieses Wording, das so missverständlich ist und die Offenheit, die eigentlich gut ist und die wir gerne beibehalten können, kam ein bisschen zu kurz für mich gefühlt. Deswegen wollte ich heute drüber reden. Ja, vielen Dank, dass du mal nochmal so vorgestellt hast. Und bist du jetzt irgendwie Team Drosten oder bist du jetzt Team Bild? Ich verstehe die Frage nicht. Es gibt Menschen, die Team Bild sind. Würden sich halt nicht hier reintrauen, oder? Weil sie gedisst werden. Ja. Wenn wir weg sind, lästert ihr noch ewig über uns weiter. Aha, aha, aha. Nein. Und Mensch, wie kommt der Eindruck zustande? nein, sie lästern über uns. Ach so, okay. Im Chat. Das könnt ihr ja machen. Ach so, rum. Ja gut, das, ja. Gut. Ja. Forschungsstrom-Fandom. Gut, also mein Thema ist durch. Ich möchte mich jetzt zurücklehnen und möchte jetzt jemandem von euch zuhören. So. Ich habe hier Salzstangen und Gummibärchen. Ich bin bewaffnet. Großartig. Okay, das verstehe ich. Lambert, ich glaube, du musst weitermachen. Okay, dann kommt jetzt die Oper erzählt vom Krieg-Ecke von Forschungsstrom. Nein, okay, ich weiß nicht, der hat mich jetzt so sehr auf den Scherz. Aber ich hatte einen Tweet schon vorbereitet mal. Ich weiß nicht, kannst du, Claudia, ohne dass das jetzt total Riesenaufwand ist, den mal einblenden? Ich hatte so zwei Abbildungen getwittert. Ganz du kurz. Schick den Link und ich erledige den Rest. Okay, danke. Ja, und zwar will ich ganz kurz so in Zeitraffer drei Epochenjahre der Open-Bewegung im wissenschaftlichen Publizieren mal die Kamera draufhalten und ein Bild zeigen und was dazu sagen, um die ganzen Sachen anschaulich zu machen. Okay. Mir ist aufgefallen, dass wenn von Open Access, also wenn man sich über Open Access informiert, bekommt man oft so eine These erstmal vorgeknallt zur Einführung, dass es ja den grünen und den goldenen Weg gibt. So als hätten Leute mal am Reißbrett gesagt, okay, wir bieten den Leuten die eine Möglichkeit oder die andere. In Wirklichkeit, wenn man über diesen grünen Weg redet, also das sind die Preprints, die Claudia im Grunde genommen gerade erklärt hat, und den goldenen Weg, also reine Open Access Journals, redet man über zwei total unterschiedliche Sachen, die aus einer unterschiedlichen Zeit kommen
unterschiedliche Motivationen haben, in einem unterschiedlichen Kontext entstanden sind. Und es ist interessant, einmal ganz kurz da reinzutauchen. Und das will ich eben machen. Mhm. Das eine ist der Screenshot, der erste Screenshot im Tweet, eigentlich nur nochmal, um das zu unterstützen, worum es gerade geht mit Preprints. Das ist der Original Preprint-Server, der das Konzept geprägt hat. Also 1990 hat der Hochenergiephysiker Paul Ginspark auf dem Server vom Los Alamos National Laboratory. Schickst du noch den Link? Ah, sorry. Ich kann auch, sonst suche ich durch. Ach so, jetzt habe ich ihn. Ah, ich habe ihn schon. Du hast der ist ganz angeheftet. Oben, genau. Ich habe ihn angepinnt, ja, genau. Okay, das Bild, was schon so nach 1990 aussieht. Aber muss zwischen 1993 und 1995 gemacht sein. Aber das Web sah damals so aus. Echt jetzt, liebe Kinder. Die Totenköpfe. Die Totenköpfe, genau. Darauf wollte ich hinaus. Pass auf, es ist so. Und das ist der Witz. Das ist wirklich, es lohnt sich, das zu verstehen. Das ist unter so einem wissenschaftssoziologischen Gesichtspunkt wirklich interessant. Dieser Paul Ginspark hatte nichts. Das ist ein Hochenergiephysiker, der als Hobby mit seinem Computer das gemacht hat, was man gerade machen konnte. Der hat 1990 angefangen, eine Mailbox aufzusetzen, wo man per Mail über so Mail-Befehle in der Betreffzeile sich die Tech-Dateien, bei Forschungsstrom hängt alles mit allem zusammen. Wieder unser Lieblingsthema Tech. Mhm. Wenn ihr wollt, kann ich auch noch einen Zusammenhang mit Bill Gates herstellen. Nein, jetzt aber im Ernst. Also wirklich die Tech-Dateien der Paper dann abrufen konnte. Dann kam irgendwann FTP-Server. 1993, das Web war noch knallneu. Es gab keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Web damals. 1993 hat er einen Webserver dafür aufgesetzt. Total krass. Und so sahen Websites damals aus. Kein Scheiß. Die waren wirklich so. Und aber er hat eben alles gemacht, was er so machen konnte. So, und worauf ich jetzt gerade hinaus will, ist, er hat das wirklich als Hobby nebenher gemacht, was er machen konnte. Er hat nicht sich gefragt, darf ich das überhaupt? Also wie ist das urheberrechtlich? Er hat nicht versucht, ein Konzept zu finden, wie die ökonomischen Interessen der Journalbetreiber, was damals ja auch schon ein Business war, gewahrt bleiben können. Er hat nicht von irgendwelchen Leuten verlangt, dass sie Policies machen, dass Leute das und das machen. Sondern es ist wirklich nur so ein Move gewesen, dass er gesagt hat, die Manuskripte, die wir in der Hochenergiephysik haben, da sollten wir mal besser nicht immer drauf warten, bis die veröffentlicht sind, sondern in dem Augenblick, in dem das Manuskript fertig ist, sollten wir uns das gegenseitig zugänglich machen. Punkt. So, gute mehr Sau eigentlich. Oh, ist das gut, ja. Ja. Es ist ein interessanter Gedanke und das lohnt sich mal festzuhalten, weil, und jetzt springe ich in der Zeit voran, befinden wir uns auf einmal im Jahr 2000 und die Welt sieht komplett anders aus als 10 Jahre zuvor. Hier haben wir auf einmal, Claudia, kannst du bitte einmal das zweite Bild zeigen? Ja. Ich hab mal einmal, Dankeschön. Ich hatte für einen Vortrag vor 2 Jahren mal diese Folie zusammengestellt, wo ich so ein bisschen mal abgeglichen habe, wie sich Open Access in der Auseinandersetzung von 2 großen Publishern, nämlich PLOS und Springer Nature, abgespielt hat. So, und was man 2000 sieht, ist, dass auf einmal Open Access, überhaupt als Begriff, gab es vorher gar nicht, ja. Der Begriff Open Access kommt auf, und zwar als eine politische Forderung. Also Leute sagen, hey, Forschungsergebnisse sollten allgemein öffentlich zugänglich sein. Ja? Und es sind noch mehrere Jahre ins Land gegangen, bis es nur USA mit dem NIH, National Institute of Health, und das erste Mal eine Gesetzgebung gab. Ich glaube, die trat, wenn ich jetzt nicht lüge, 2005 oder so in Kraft, die das verlangt hat. Also medizinische Forschung in den USA, die vom NIH mitfinanziert ist, muss seitdem frei zugänglich gemacht werden. Ja? Und wir haben also auf einmal Open Access als politische Forderung. Wir haben Lizenzierungskonzepte mit Creative Commons. Das geht auch 2000, 2001 los. Wir haben, und jetzt wird es richtig interessant, die These in den Raum gestellt von den Leuten, die diese Forderung erhoben haben. Wir beweisen euch, dass Open Access auch als marktgängiges Geschäftsmodell bestehen kann, dass es funktioniert. Und die haben PLOS gegründet, ein Verlag, der sozusagen sich ein Geschäftsmodell hindreht, das jeder Artikel sofort frei zugänglich sein kann und die Einnahmen nicht durch Paywalls entstehen. So. Und das ist also wirklich ein Wendepunkt gewesen. So ganz andere Konzepte. Also nicht, wir machen das im Hobby
Und wir fragen niemanden, sondern nee, wir verlangen von der Politik, wir haben urheberrechtliche Konzepte, wir machen einen Markt, wir sind, werden Marktteilnehmer, Leute mit Vollzeitberufen betreiben diese Plattform, komplett andere Voraussetzungen, komplett andere Ziele. Ne? Und dann gibt's einen letzten Wendepunkt, auf den ich euch gerne noch abschließend hinweisen will. Und das ist wirklich eine ganz irre historische Wendung nochmal. Ich persönlich finde es immer noch wahnsinnig faszinierend und bin froh, das erlebt zu haben und dabei gewesen zu sein, sozusagen. 2008 passiert Folgendes. Dieses Ding, was da gegründet worden ist, um zu beweisen, dass man Open Access machen kann, wird aufgekauft von Springer Nature. Stellt es euch vor. Und wirklich, ihr könnt mir glauben, die Diskussion war damals die, also ich könnte notfalls auch nochmal Quellen aufstöbern, um das zu belegen, wenn es von Interesse ist, wo Leute gesagt haben, oh nein, sie werden alles kaputt machen. Jetzt gehört ihnen das Ding, was erzähle ich hier überhaupt die ganze Zeit? Meinte gerade, nicht PLOS wurde aufgekauft. Quatsch. Biomed, genau. Hm? Wurde aufgekauft. Sorry. Das ist... Biomed ist dieses, dieses Preprint-Repository, oder? Nee, das ist PubMed Central, was du meinst. Ah, okay. Biomed, ja, kann man gerne mal verwechseln, klingt so ähnlich. Das war ein anderer Open Access Publisher und die wurden aufgekauft. Und dann haben alle Leute gesagt, also die waren auch schon super etabliert. Sind auf den Spuren von PLOS wandelnd, haben die auch was gemacht, was ökonomisch funktioniert hat. Springer hat sie aufgekauft und dann haben alle Leute gesagt, oh nein, Springer macht Open Access kaputt. Und der Witz war, nee, haben sie nicht gemacht. Springer war schlau. Springer hat verstanden, ja, das ist jetzt, wie der Markt funktioniert. Wir machen auch Open Access, kein Problem. Und das war ein 180-Grad-Turn. Noch ein Jahr zuvor haben sich große Publisher zusammen, eine PR-Firma, Diesenhall, damit engagiert, sozusagen systematisch den Ruf von Preprint-Servern und Open Access anzugreifen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ein 180-Grad-Turn. Und es stellt sich dann raus, an dieser Stelle des Vortrags möchte ich nochmal betonen, dass ich PLOS liebe. Keine Werbung! Was haben sie dir gezahlt, Lambert? PLOS Fanboy. Was haben sie dir gezahlt? Nichts. Das ist Merchandise. Und, du hast dein T-Shirt selber gekauft auch noch. Selbst gekauft, genau. Ah. Nee, aber was eben interessant ist, ist, dass natürlich die PLOS-Leute auf eine Art recht hatten, es funktioniert, aber diese großen etablierten Marken haben diesen Markt sozusagen sich zu eigen gemacht und so weiter. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Wendung nochmal gewesen. Und damit erstmal die Oper erzählt vom Krieggeschichte soweit. Ja, bitte. Jetzt will ich rein. Ja. Ich bin ja immer so, ja. Ich lasse ja fertig reden. Ich bin ja nicht so wie ihr, ich höre mir das ja an. Ihr hättet auch mich unterbrechen dürfen. Nein, ja. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Dinge, finde ich, oder? Also Preprint-Server, ja, da reden wir ja von, wir machen einfach und wir reden von Preprints. Und bei PLOS One oder Biomed Central, da reden wir ja von, das ist ja ein kommerzieller Verlag und die machen auch Peer-Review und die machen Geld. Richtig. Und dass die da veröffentlichen, ist ja Peer-Reviewed und nicht Preprint. Ja. Kann man das vergleichen? Nee, kann man nicht. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Das ist mein ganzer Punkt. Darauf wollte ich gerade kurz hinaus. Dass da unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Motivationen, unterschiedlichem Kontext, unterschiedlichen Playern zwei verschiedene Openness-Konzepte entstanden waren. Und ich finde es lustig, das so ein bisschen hintereinander zu erzählen, weil man nochmal zeigen kann, dass die Leute, die... Prost. Dass die Leute, die sagen, es gibt Green Road und Golden Road, vielleicht so ein bisschen irreführende Sachen machen. Also es ist Golden, nicht so, dass es irgendwie... Golden hier, ne? Und du hast Green. Stimmt, Gold und Green. Ja. Mhm. Soweit die Geschichtsstunde. Aber ist klar, ne? Es sind zwei verschiedene Sachen. Und was ist jetzt, also so persönliche Präferenz, was findet ihr jetzt besser? Also hier Anarchie Preprint und da kann man vielleicht auch offen kommentieren und man macht da irgendwie unabhängig von Verlagen irgendwas oder Gold, PLOS und so. Du meinst jetzt den Chat, was der Chat besser findet, oder? Ja, was der Chat besser findet und was ihr besser findet. Ja. Oder vielleicht ja auch nichts. Ich habe natürlich eine Meinung dazu, aber das... Genau, wir warten jetzt erstmal, was der Chat sagt, weil ich... ich sage dann auch noch nichts.
Platin. Ah. Preprint und Diamond. Was ist ein Diamond? Dasselbe wie Platin. Ah, ich glaube, was ist Platin? Ja. Ach so, Platin. Platin, Open Access sind ähnlich wie Biomed Central. Plus, das sind Open Access Zeitschriften, also wo wirklich jeder Artikel frei ist. Die finanzieren sich allerdings nicht kommerziell über Artikelgebühren, also Autorengebühren, sondern die sind Community-driven oder finanziert über Projekte, Communities und werden eben zum Beispiel von Wissenschaftlern selber betreut oder tatsächlich Bibliotheken machen das Hosting und betreuen mit. Also das ist so der Ansatz, wir brauchen keine Verlage. Können wir selber, kostet uns weniger und wir machen als WissenschaftlerInnen sowieso 90% des Jobs. Klingt so ein bisschen nach Darknet. Ja, nur in Platin. Ja, das ist ja Alexandra Elbakian mit Sci-Hub. Ja, das ist okay. Ein vierter Ansatz. Das ist Guerilla Open Access. Guerilla Open Guerilla Access. Genau. Da gibt es ein wunderbares Manifest, das ich nur mal zum Lesen empfehlen kann. Das Guerilla Open Access Manifest mit sehr powerful Words. Ja. Ich habe mich ja gewundert, dass wir jetzt bis Folge 6 gebraucht haben, bis dieser Begriff Sci-Hub hier mal on-stream gefallen ist. Ich hatte immer den Eindruck, irgendwie ihr als seriöse BibliothekarInnen dürft dieses Wort gar nicht irgendwie in den Mund nehmen, wenn man irgendwie öffentlich redet. Und ja. Das ist so ein bisschen so, ich habe so ein bisschen, aus meiner Sicht ist das so ein bisschen so wie Onanieren irgendwie. Alle machen es, aber keiner redet drüber. Ist so dieses Sci-Hub irgendwie so ein Teil in der Wissenschaft, oder? Oder bin ich der Einzige, der das benutzt? Nein. Weißt du, mein Chef hört zu. nein, bist du nicht. Also du siehst ja, also ich habe in Veröffentlichungen, in Elsevier-Veröffentlichungen, habe ich in den Referenzen Links auf Sci-Hub gesehen. Auf die Sci-Hub-Version von Artikeln. Ja. Ich habe in Danksagungen Wissenschaftler danken gelesen. Wir danken den Kollegen für ihre Kooperation, dem Datengeber, wir danken der Bibliothek, dem Forschungsförderer und wir danken Sci-Hub für die Zugänglichmachung der Literatur. Ja, das ist super lustig. Ist aber wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Historie. Und was Eisbrocker sagt, natürlich können Bibliotheken das leisten. Genau. Machen beziehungsweise, wir hatten vorhin schon kurz das Thema gestreift. Nicht? Wir haben Open Peer Review Mechanismen auf Preprint-Plattformen eingebettet und so weiter. Substanziell, wenn es jetzt um sowas wie Qualitätskontrolle, orientierende Funktionen, bla 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 geht oder so, Keeping Track of Changes und so weiter, dann Archivierung, ne? Das, dafür braucht man auch moderne Varianten von Journals nicht. Nee. Da muss man mal ehrlich sein und sagen, okay, die Journal Brand ist das, wo irgendwie diese Reputationszahlen dranhängen und das ist, worüber wir hier reden, wenn wir uns fragen, warum Journals überhaupt noch eine große Rolle spielen. Ja, und darüber müssen wir uns gleich wieder fragen, warum wir überhaupt Reputation an den Ort der Veröffentlichung hängen und nicht an die Qualität der Arbeit. Aber ich glaube, jetzt driften wir wieder in ein weites Feld ab. Bevor ich nochmal anders woanders hin driften möchte, muss ich auch nochmal kurz dein T-Shirt würdigen, Claudia. Ist das ja geil. Das ist ja Planeten im Atom oder was? Ja, oder? Alter, nicht schlecht. Ich muss ja immer gestehen, ich trage ja Nerd sehr gerne meine Print-Shirts und ich habe sehr viele davon und die meisten haben Text. Und Discord, das System, über dem wir ja hier diesen Videocall machen, der macht mich ja leider spiegelverkehrt. Das heißt, ich kann keine Shirts mit Text drauf anziehen, weil ihr könnt das im Stream alle nicht lesen. Aber Lammert, bei dir konnte ich Ploss hier lesen. Ja, das macht Discord nur bei dem Anrufenden. Oder der Anrufenden. Ja. Und da gibt es keinen Knopf für. Gibt es sonst gerade im Leben einen Knopf? Wir haben hier schon ausgiebig recherchiert. Ich werde das aber nochmal tun, weil es schränkt mich in meiner T-Shirt-Auswahl enorm ein, Discord. Können wir das mal festhalten? Ja, so. Lammert, oder wir müssen doch mal, einer von uns beiden muss doch mal die Technik machen, aber dann werden wir wahrscheinlich voll failen. Das wird eine Bruchlandung, das sehe ich auch kommen. Aber, also ich finde die Frage, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Ja, ja. Wie lange brauchen wir denn noch, um von Journals loszukommen? Gute Frage. Ich finde, also selbst wenn wir jetzt mit Bibliotheken Platin Open Access machen, also wo Bibliotheken mit WissenschaftlerInnen zusammen Zeitschriften betreiben und die
so oft machen, dann haben wir ja immer noch das Konzept von Zeitschriften. Das kann immer noch das Konzept von Wissenschaftsbewertung anhand des Publikationsortes, der Zeitschrift weiterleben. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den wir wollen, wenn wir sagen, wir möchten eigentlich von Journals weg. Weil ich will ja auch schon von dem Gedanken Print weg. Also es ist eine feste, fertige Version von irgendeiner Arbeit gibt, aber ist nochmal der nächste Schritt. Wie lange brauchen wir noch, um von Journals wegzukommen? Also nochmal eine Stufe abstrakter weg. Ich meine, dieses Ding mit dem Platinum oder Diamond, Rolle von Bibliotheken und so, leuchtet mir alles ein. Aber was ich glaube, was man aus der Geschichte rausziehen kann von Ginzpark und so, ist dieses, dass es sich lohnt, so ein bisschen so einen kalkulierten Regelbruch zu machen, ne? Und einfach Dinge selbst in die Hand zu nehmen und die Veränderungen zu machen, auf die es einem ankommt oder so. Und letzten Endes läuft es dann sehr stark auch auf die Frage raus, wer sind eigentlich die Akteure, die diese Infrastruktur kontrollieren? Nicht? Also wer ist das sozusagen eine Shared Responsibility von den Teilnehmern dieser Wissenschaftscommunity selbst so? Oder lässt man es zu, dass da Leute sozusagen ein ganz eigenes Interesse nochmal reinbringen, ein ökonomisches Interesse, was vielleicht der Sache dann teilweise gar nicht so förderlich ist oder so. Das halte ich nochmal, oder sagen wir mal so, das ist, finde ich, eine Frage, die sich im Moment gerade wieder virulent stellt, ja. Eine Frage, wer richtet eigentlich die Plattform ein, auf denen wir Forschungsdaten teilen und so weiter, wo auch wieder von so Playern wie Springer Nature, Elsevier und so weiter ein riesen Markt dran gesehen wird und wo die reindrängen. Und das ist die Frage, wer soll das eigentlich kontrollieren? Nach welchen Regeln Daten hergestellt, gespeichert, geteilt, nachvollziehbar gemacht werden und so? Mhm. Tja, und wer braucht das eigentlich noch, ne? Mhm. Und nur weil es historisch irgendwie eine Historie gab, dass die Informationen mal an ein Trägermedium gebunden waren, dass irgendjemand irgendwie als Hardcopy produzieren und verteilen musste. Gibt es jetzt wirklich, wieso muss da noch so ein privater Player drin sein, der da nochmal irgendwie Geld mitverdient, der irgendwie komplett eigentlich, abgesehen von der, also in meiner Wahrnehmung, abgesehen von der Organisation des Peer-Review-Prozesses eigentlich nicht mehr besonders viele Dienstleistungen irgendwie erfüllt. Das ist jedenfalls so meine Außenperspektive und sorry, wenn ich da gleich mal meine kapitalistische Grundkritik auch mit reinbringe. Muss sowas dem Kapitalismus irgendwie, manche sollte sagen soziale Marktwirtschaft, aber trotzdem muss sowas irgendwie der Marktwirtschaft irgendwie anheimgeworfen werden oder kann man nicht wie bei anderen gesellschaftlichen Systemen, siehe Gesundheitssystem oder Bildungssystem, also zumindest andere Bereiche des Bildungssystems wie Schule oder so auch sagen, nee, hier ist jetzt mal kein Kapitalismus, Kinders. Das wird jetzt mal hier anders geregelt. Sondern da machen wir jetzt einfach mal irgendwie ein ganz anderes System. Aber ja, Lambert, an welcher Stelle der Historie, die du uns eben dargestellt hast, ist unser Planet falsch abgebogen? Welches Planet, welches Paralleluniversum hat sich besser entwickelt? Und wenn ja, wieso? Wo? Gute Frage. Wo sind in diesen letzten 15 Jahren, die uns da dargestellt hast, oder 20 Jahren irgendwie was ist falsch gelaufen? Oder kann es nicht schneller gehen und wenn wir in Rente gehen, dann wird alles in einer guten, wenn wir in einer guten Welt leben? Ich weiß nicht, es ist einfach ein unerschütterlicher Glaube auch da, dass man irgendwie das geregelt kriegt mit Geschäftsmodellen. Nicht? Also wir hatten irgendwie bei den frühen Open Access Pionieren Anfang der Nullerjahre diesen Optimismus, hey, wir zeigen den Leuten mit PLOS, dass es marktgängig ist. Sie auf eine komische Art hatten sie damit ja auch recht, ja, aber sie haben, das hat nicht dazu geführt, dass sie die Welt total verändert haben oder so. Und dann 2008, als dann auf einmal dieser 180-Grad-U-Turn der alten Player da war, kam dann ja, muss man eigentlich dann auch noch mit erzählen, kam dann nochmal eine neue Welle auf, in dem Jahr gründeten sich Firmen wie ResearchGate und Academia, Edu und alle Leute sagten, ja, das ist, jetzt haben wir Leute, die machen Facebook für Wissenschaftler. Ja? Endlich und mehr das, Spam in meinem E-Mail-Postfach. Ja, und wir wissen, das muss ich glaube ich nicht mal hier mal groß erzählen, dass so schön die Idee einer Timeline, wo ich sehe, was meine Peers machen, ist, ja, das ist so ein Detail, das würde ich denen ja noch anrechnen, ja, oder auch die Idee zu sagen, hier die User Experience für meine Sachen hochladen muss super einfach sein, auch das würde ich denen anrechnen, ja, aber trotzdem hat auch das natürlich nicht die tolle Änderung gebracht, auf die wir gewartet haben oder sowas, und insofern könnte ein Körnchen Wahrheit an dem sein, was Henning sagt, nicht, dass man irgendwie
dieses, na, Hauptsache, wir finden ein marktgängiges Geschäftsmodell. Vielleicht ist das gar nicht die Prämisse, auf die man gucken muss, ne? Sondern mehr so, ja gut, also wie kriegen wir eigentlich Prozesse so geregelt und so gesteuert, dass diejenigen, die jetzt zu dieser forschenden Community gehören, dann auch wirklich am Drücker sind und die Macht haben. Ja. Und das ist keine triviale Frage. Ja, das ist ja eine andere. Aber an welchem Punkt in dieser ganzen Geschichte, von dem, der angefangen hat mit dem Preprint-Server, an welchem Punkt der Geschichte haben Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen eigentlich aufgehört zu sagen, das ist unsere Wissenschaft und wir machen hier was und haben es zugelassen, also ich formuliere es jetzt mal so provokant, haben es zugelassen, dass es so eine schlechte Übersetzung von analog zu digital gab. Ich meine, das ist ja wirklich falsch verstandene Digitalisierung, das Konzept analog einer gedruckten Zeitschrift einfach 1:1 auf das Digitale zu übertragen. Das finde ich, es ist falsch verstandene Digitalisierung. Wieso lassen die das noch zu? Und an welchem Punkt haben sie aufgehört zu sagen, nee, also das Spiel spielen wir nicht mit? Ich glaube, du hast irgendwie natürlich Einzelinteressen von Forscherinnen und Forschern, die dann sich zu einem Gesamtverhalten von allen zusammenbilden, die jetzt dann nicht irgendwie das große Ganze im Blick haben. Und deswegen eben auch so ein bisschen so meine Andeutung und so, ob das nicht auch ja ein politischer Rahmen, Regelungsrahmen ist, der wirklich von außerhalb des Wissenschaftssystems vielleicht politisch gesteuert werden muss. Ich meine, ja, ich meine, wie Eisbocker sagt, wir geben hier Steuergelder zur Gewinnmaximierung von Zeitschriften aus. Mhm. Ist das nicht was politisch vielleicht entscheidungswürdig ist? Ja, also eine Ecke, aus der für mich auch Hoffnung kommt, sind solche Sachen. Es gibt, vielleicht haben das einige hier auch mitbekommen, die hier zuhören und ihr auch, Henning und Claudia, diese Research Software Engineers, die so eine kleine Bewegung bilden, die sich jetzt auch in Deutschland organisiert haben als Verein, was ich super charmant finde, weil das sozusagen Informatiker sind, die sagen, passt auf, geht jetzt gar nicht darum, dass wir irgendwie primär unsere Karriere als Informatiker fördern, sondern wir sind so eine Art Bindestrich-Informatiker, die sich für wissenschaftliche Infrastruktur interessieren oder so, ja, und das irgendwie, das ist so ein Nerdtum, was, glaube ich, ganz hoffnungsvoll mich stimmt oder so, dass es Leute gibt, die sagen, pass mal auf, das ist eigentlich was mich als Problemstellung fasziniert und die Infrastruktur, die wir benötigen, die bauen wir einfach gemeinsam, ne? Das ist alles nicht mehr ganz so einfach wie damals in Zeiten von Ginspark, wo man einfach nur eine Mailbox aufsetzt oder so oder dann einfach einen Webserver. Aber es sind ja Leute da, die wollen das in die Hand nehmen und die sorgen, die haben einen Open Spirit, ne? Die sorgen dafür, dass das alles Open Source Software ist, dass das sozusagen nachvollziehbar ist. Die haben einen hohen Ethos, was Reproduzierbarkeit und so angeht. Bevor wir jetzt den Kindern noch erklären, was Mailboxen sind, Lambert. Okay, komm. Wollte ich nochmal, aber eine Perspektive wollte ich nochmal kurz aufmachen, und zwar die der wissenschaftlichen Fachdisziplinen und wie unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen generell mit Veröffentlichungen und auch diesem Preprint oder nicht Preprint-Kram umgehen. Also ich weiß nicht, ihr habt ja in eurer bibliothekarischen Tätigkeiten wahrscheinlich auch hauptsächlich mit klar definierten Forschungsportfolios jetzt zum Beispiel in der Abgrenzung, was sich Naturwissenschaft und Geisteswissenschaften zu tun. Aber in meiner Wahrnehmung gibt es da schon irgendwie ganz unterschiedliche Kulturen, oder? Wie solche zum Beispiel Preprint-Server genutzt werden oder nicht genutzt werden. Vielleicht könntet ihr dazu mal was sagen. Ich habe da so irgendwie so eine Außenperspektive, aber ja, mega unterschiedlich. Also ich meine, Archive hat ja eine eingeschränkte Fächerspektrum, ne? Also ist eigentlich ja, wie gesagt, bei Hochenergiephysik entstanden, hat mittlerweile mehr, also da ist auch Mathematik vertreten und relativ viel von Physik, aber es gibt so einzelne Communities, die sind manchmal nur sehr klein, andere sind sehr groß, wo das zum Beispiel gar keine Kultur für Preprints gibt. Mir fallen zum Beispiel Ingenieurwissenschaften ein, die relativ häufig zum Beispiel mit Patenten arbeiten, die also Dinge entwickeln und erfinden, die sie patentieren möchten, die kämen nie auf die Idee, ein Preprint zu veröffentlichen. Weil es ja etwas sein könnte, was sie erstmal patentieren wollen. Das heißt, sie machen erst das Patent und danach wird irgendwann veröffentlicht. Und da fehlt zum Beispiel das gänzlich. Also oft heißt es so, ja, gerade in den Geisteswissenschaften passiert sowas eher nicht. Also das höre ich relativ häufig Leute sagen und ich finde so, das stimmt gar nicht. Es gibt
in der Geisteswissenschaften auch Communities, die total Open Access und Preprint und öffentlich oder gar mit Blogposts super viel arbeiten und kommunizieren darüber. Das kann man nicht so klar zwischen MINT und Sozial- und Geisteswissenschaften trennen, glaube ich. Das sind so einzelne Bubbles. Wie siehst du es, Lambert? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du bist da eher die Expertin, aber so von außen, da gibt es einen großen Unterschied, was Preprint-Kultur angeht und so weiter. Und was auch so gewachsene Sachen sind, was auch irgendwie daran liegt, dass auch sonst die Fachöffentlichkeit unterschiedlich funktioniert und so weiter. Auf jeden Fall. Und ich meine, letzten Endes, ich glaube, ich sag's jetzt zum dritten Mal, sorry, aber ganz starker Faktor, wenn man sich diese Kulturen, diese Publikationskulturen erklären will, sind eben diese Reputationssysteme, die in einigen Fächern das Ding einfach sehr dominieren, ja, und darüber müssen wir reden. Um das Thema kommen wir nicht drum rum. Wenn wir diese Veränderung wollen, wenn wir so reformwillig sind oder revolutionswillig oder so, dann müssen wir da ran und uns darüber unterhalten, okay, was zählt als wissenschaftlicher Output? Was sind diese, ne? Also wenn es darum geht, dass irgendwie zählbare Sachen aneinander gehalten werden oder so, was zählt als wissenschaftlicher Output? Wer legt das fest, was da wie wertvoll ist? Und wenn wir es zulassen, dass wir sagen, naja, da gibt es irgendwie so eine Datenbank unter dem Markennamen Web of Science oder Scopus von Elsevier oder so und die Indikatoren, die die haben, das ist das, woraufhin ich meinen Output optimiere, haben wir vielleicht da auch schon ein ganz grundsätzliches, grundlegendes Problem. Und solange das so bleibt, ändert sich dann auch sonst an anderen Ecken des Systems nicht so viel, ne? Das stimmt. Uff, jetzt haben wir eine Stunde lang darüber geredet. Schlimm. Aber gut, da waren jetzt echt viele, viele Sachen dabei, wo ich auch selber nochmal nachdenken muss. Also das ist so vielschichtig und hängt mit so vielen Sachen zusammen. Wir brauchen jetzt ein leichtes Thema, oder? Ein leichtes Thema. Henning, hast du ein leichtes Thema dabei? Leichtes Bitte sag mir, dass du ein leichtes Thema dabei hast. Ja. Nein. Also, ja, genau. Erstmal Prost, genau. Vielen Dank. Ach, verdammt, ich bin nach wie vor auf dem goldenen Wege hier unterwegs. Ja. Ich bin auf dem leeren Wege. Das ist durchsichtig, das ist next. Lassen wir mal als Diamond gelten. Also, das ist gut, ja, dann sind wir ja hier richtig. Gold, ja. Grün, Diamant. Ja, genau. Also ein leichtes Thema. Ich habe mein Thema mir diese Woche rausgesucht und ich dachte auch, ich mache ein leichtes Thema. Ich hatte gedacht, wo ich heute beim Blutspenden war, könnte ich mal irgendwie was über Blutspenden machen und dachte noch, ich drehe irgendwie ein Video, wie es mir da so geht beim Blutspenden und dachte, ich hau das dann hier irgendwie rein. Hätte Claudia wahrscheinlich noch ein bisschen ins Schwitzen gebracht, wie wir jetzt hier noch so ein Video einspielen. Mehr so. Wegen dem Blut als wegen dem Video einspielen. okay, alles klar. Und dann, ja, aber das, was mich halt irgendwie diese Woche halt umgetrieben hat, sind halt eigentlich eher die Situation, die wir gerade in den USA erleben. Und dass es da diese, ja, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gibt, die Straßenschlachten, muss man ja quasi schon sagen, wo auch irgendwie Pressevertreterinnen geschlagen werden. Und das ist ja unglaublich. Und für mich hat das Ganze angefangen letzte Woche. Ich bin immer abends nach dem Abendbrot, müssen wir immer die Kinder hier bettfertig machen. Und dann manchmal sitze ich irgendwie, wenn das Kind duscht oder badet, mit im Badezimmer und gucke, dass da alles gut ist und scroll manchmal so Twitter durch. Also ich gehöre zu diesen schlechten Eltern, die manchmal heimlich beim Kinderaufpassen Twitter scrollen. Und Twitter scrollen ist für mich halt einfach so eine nette, lustige Sache, die einfach mal so, da ist manchmal was Witziges, manchmal was Spannendes, manchmal was Schlaues. Und dann machst du dieses Twitter auf und auf einmal siehst du diesen Polizisten mit dem Knie auf dem Hals von dem George Floyd knien. Und das war so ein Moment, wo ich erst so dachte, so scheiße, nee, das passiert jetzt nicht wirklich, oder? Das passiert jetzt nicht wirklich, nee, ne? Und also ich weiß nicht, müsst ihr ja nicht sagen, ob ihr das irgendwie gesehen habt oder euch angeguckt habt oder nicht. Aber für mich war das erstmal so ein Moment, wo ich dachte, nee, das kannst du dir jetzt nicht geben. Du musst gleich das Kind ins Bett bringen und du willst jetzt hier das nicht sehen, was du befürchtest, was jetzt gleich passieren wird in diesem Video. Und ich habe es in dem Moment erstmal, muss ich sagen, weggeklickt, weil ich es nicht mir angucken konnte. Und dann irgendwie abends später habe ich mir dann doch angeguckt. Und ja, ich denke, das mit dem Rassismus ist halt ein riesengroßes Problem.
Und wir sind hier ein Wissenschaftsformat, wo wir über Wissenschaft reden. Und ich habe aber, ja, bin schon lange der Überzeugung, dass eigentlich Wissenschaft an vielen Stellen auch halt politisch ist. Und wo wir über Rassismus reden, da reden wir auch darüber, dass es diese Idee von der Rasse, von der menschlichen Rasse gibt. Und ich spreche jetzt mit ganz vielen Anführungszeichen, mit ganz vielen Airquotes, weil nämlich das mit der menschlichen Rasse, ja, es ist in der Wissenschaft mal, es hat mal Zeiten in der Wissenschaft gegeben, wo das so vertreten worden ist. Und da würde ich gerne heute mit euch drüber sprechen, auch wenn es irgendwie ein unglaublich trauriger Anlass ist, dieser Mord an George Floyd durch den Polizisten. Aber ich denke, die Wissenschaft wird halt auch manchmal von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern missbraucht und manchmal auch von anderen Ideologen und Ideologinnen. Und deswegen würde ich gerne mit euch über die sogenannte Rassentheorie mal sprechen. Also ich bin da überhaupt kein Experte, kein Fachexperte und habe mich da selber jetzt nur ein bisschen eingelesen und weil ich halt ja in Wissenschaftsgeschichte studiert habe, bin ich dem halt öfter manchmal begegnet, aber Life Science ist eigentlich echt nicht so mein Thema, aber es ist, ist leider kein schönes Thema kein leichtes Thema. Also im Prinzip, was man halt unter diesem Begriff Rassen Konstrukt versteht, ist natürlich, dass man irgendwie Menschen versucht, in irgendwelche Schubladen zu stecken, ne? Dass man Einteilungen macht, dass man Kategorien macht. Und das hat es insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert gegeben. Ich summiere hier im Übrigen den deutschsprachigen Wikipedia-Artikel zur Rassentheorie. Gehe ich jetzt noch ein bisschen durch, weil ich den echt sehr gut fand. Und da geht es natürlich nur nach externen Merkmalen wie Hautfarbe oder Behaarung oder Schädelform. Das sind so klassische Merkmale, die dort angeguckt worden sind. Und diese Versuche, die Menschen so zu klassifizieren, sind teilweise in der Geschichte auch versucht worden, relativ neutral zu halten. Ich glaube, das ist ja auch so eine wissenschaftliche Grundherangehensweise, Dinge erstmal in Schubladen stecken zu wollen. Aber es ist natürlich auch relativ schnell und auch immer wieder mit Wertungen über angeblich höher- oder minderwertige Menschenrassen halt konnotiert worden. Und heutzutage, wenn man in der Biologie ist, dann wird also diese Art Homo sapiens, der wir angehören, wird also nicht weiter in irgendwelche Unterklassen eingeteilt. Aber es ist halt auch mal so gesehen worden und da hat die Wissenschaft halt auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass es halt dieses Denken in Rassen halt mit historisch entstanden ist und deswegen wollte ich das hier heute mal thematisieren. Auch wenn ich es irgendwie echt komisch finde, wenn hier drei Weißbrote sitzen und ich jetzt hier dieses Thema aufmache. Ich mache es deswegen auf, nicht weil ich irgendwie glaube, dazu irgendwie irgendwelche Erfahrungen zu haben mit Rassismus oder so, aber sondern weil ich eben diesen Aspekt der Scheinwissenschaft, die eigentlich dahinter steckte, was sagen will. Und ich habe aber auch einen positiven Ausklang ganz zum Schluss, möchte ich schon mal sagen. Also man kann auch da die Geschichte natürlich sich angucken. Als ich Wissenschaftsgeschichte studiert habe, war zum Beispiel so ein Name, der dann oft fiel, wenn es so um biologische Klassifizierung ging, Carl von Linné. Der hat also so im 18. Jahrhundert gelebt und hat da also unter anderem solche menschlichen Rassen eingeteilt. Und dann zum Beispiel Europäer, Amerikaner, Asiaten und Afrikaner unterschieden. Der eigentliche Höhepunkt begann dann so im 19. Jahrhundert. Da ist ja dann auch Charles Darwins Evolutionstheorie 1859 erschienen. Und da wurde dann die Ethnologie biologisiert, wie es hier in dem Wikipedia immer heißt. Und da wurde dann sozusagen gesagt, dass die menschliche Rasse also eine biologische Kategorie sei. Da entsteht dann auch schon noch vor den Nazis dieser Begriff des sogenannten Arias in der Rassentheorie, der dann von den Nazis natürlich dann ganz klar krass weiterverwendet wurde. Wer auch aus wissenschaftlicher Sicht da dann zu nennen ist, ist also zum Beispiel Ernst Haeckel, der also auch in Jena, glaube ich, da viel zu geforscht hat. Im 20. Jahrhundert geht die Entwicklung dieser
Rassentheorie dann weiter und da werden dann also, wurden dann größtenteils unterschieden europäische, mongolische, australische und nigride. Das sind so die Begriffe, die hier benannt werden im Wikipedia-Artikel, die als Rassen benannt werden. Und was es dann auch sich entwickelt, ist diese Eugenik, also die Idee, dass man also da Versuche mit solchen, mit Menschen, die irgendwie anders sind als man selbst irgendwie machen könnte. Und das beginnt laut Wikipedia hier also in den 1890er Jahren, wo es Fortpflanzungsverbote und Zwangssterilisierung von sogenannten Minderwertigen, also teilweise auch gesetzlich reguliert anscheinend, gibt. Und ganz schwierige Zeit dann natürlich auch die Zeit der Kolonialisierung, wo in den Kolonien dann auch solche unmenschlichen Versuche gemacht worden sind. Darf ich dazwischen was fragen? Ja, sorry, ich gerate hier so in so einen Monolog, aber es ist halt irgendwie so ein Thema, wo man irgendwie schwer reinkommt. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Vor allem ist es auch im Moment halt einfach sehr emotional aufgeladen. Aber ich verstehe das gerade auch so. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu was sagen. Es ist ja schon so, dass Wissenschaft etwas versucht hat und ging das dann aus der Wissenschaft heraus weiter, dass man da so gearbeitet hat, oder gab es dann zunächst eine politische Instrumentalisierung von dem, was quasi wissenschaftlich so mal versucht oder erdacht wurde, und dann wurde mehr in der Wissenschaft gemacht, oder also war das so eine Wechselwirkung? Und also ich kann die Frage nicht beantworten, dazu bin ich nicht tief genug im Thema drin, das weiß ich nicht. Okay, das macht ja nichts. Müssen wir mal an den Chat weitergeben, vielleicht ist ja auch im Chat eine Expertin oder ein Experte, der sich da tiefer mit auskennt. Was ich hier halt leisten kann, ist halt eine kurze Tour d'horizon irgendwie aus der Geschichte, jetzt insbesondere aus dem 19. und 20. Jahrhundert, da mal durchzureiten und dann aber wirklich auch mit einer positiven Lösung dieses Scheinkonzepts der Rasse als wissenschaftliche Kategorie dann aufzuräumen. Ja, und genau, ich habe eben schon gesagt, also Jena war in dieser rassenbiologischen Forschung und Ideologie, also die Uni Jena auch echt ein Schwerpunkt, wo auch unter anderem dann in der Nazi-Zeit irgendwie viel dazu gearbeitet wurde. Und da möchte ich nochmal auf meine persönliche ich bin irgendwie Jahrgang 76 und bin dann so Anfang der 80er aufgewachsen. Und ich bin zum Beispiel auch noch mit Kinderliteratur, wo das N-Wort irgendwie ganz ungehemmt genannt wird, irgendwie aufgewachsen. Und merke auch jetzt erst, wo ich meinen Kindern irgendwie mal Pippi Langstrumpf irgendwie vorspiele und sage, hier, super Content, merke ich erstmal, da ist auch irgendwie der Vater von Pippi Langstrumpf ist irgendwo bei irgendwo hingefahren, wo dann der N-Wort-König da irgendwo ist, ne? Und das heißt, das ist, und ich habe zum Beispiel auch im Erdkundenunterricht, kann ich mich auch noch dran erinnern, wir hatten nicht irgendwie Ethnologie oder so als Spezialfach oder Anthropologie oder so, sondern im Erdkundenunterricht, glaube ich, habe ich auch noch gelernt, dass halt irgendwie da die Menschen in Afrika irgendwie andere, weil sie andere Schädelformen haben, irgendwie, glaube ich, andere Gehirneigenschaften hätten oder so, ne? Und das heißt, wir haben dieses ganze Kapitel der Nazi-Zeit mit Nürnberger Rassegesetzen, mit Eugenik, mit Antisemitismus, mit dem Holocaust. Und dann könnte man ja irgendwie eigentlich denken, dass dann nach 1945 irgendwie der Irrweg erkannt ist und abgeschlossen ist. Aber das ist noch weit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das noch weitergegangen. Ja. Nicht nur diese Denkweise, sondern auch, es gab da noch so Institute für Rasseforschung und Rassebiologie. Lambert, du? Mir lag es nur gerade auf der Zunge, dass ich gerade heute was gelesen hatte von der Journalistin Ferda Ataman, die im Spiegel publiziert, die also aus ihrer Kindheit von 1986 berichtet, dass sie, dass ihre Eltern in der Schule die Empfehlung bekommen habe, dass sie als kleines Mädchen in eine Türkenklasse gehen sollte. Also das gab es irgendwie, weil es den Gedanken gab, naja, die Türken sind ja eigentlich gar nicht hier,
Die müssen gar nicht ordentlich beschult werden, sondern die sind ja nur vorübergehend hier oder so. Und das ist kam mir sehr krass entgegen oder sowas, weil das so ein Beispiel dafür ist, wie weit in die Gegenwart unserer tollen West-BRD hinein der Rassismus, so würde ich es glatt nennen, auch strukturell da war. Also nicht nur eine Ideologie, die sich rumspricht, die verrückte Anhänger hat, sondern strukturell tatsächlich da ist. Und ich finde das deshalb so wichtig, auch über den Aspekt zu reden, weil wir ein Problem haben in dieser Gesellschaft, das ist ein bisschen anders als in den USA hier, dass Leute überhaupt wahrnehmen, dass es hier Rassismus gibt. Jetzt. Das ist wirklich. Heute, jetzt. Immer. Ja. Na, ja. Das ist echt krass. Also. Insofern danke, dass du das Thema aufgreifst. Ja. Es ist toll, Henning. Es ist wichtig. Ja. Und ich wollte sagen, dieses, was du gesagt hast mit Pippi Langstrumpf und so, und ich merke das bei mir total, und dass ich Sachen von früher lese, sehe, gucke oder eine Serie oder einen Film und mir dann erst auffällt, wie da Rassismus drin steckt oder auch Sexismus oder andere Sachen, dass mir jetzt erst auffällt, und es ist manchmal schmerzhaft zu sehen, mit was man umgegangen ist, was normal war. Und es ist jetzt immer noch da. Es ist halt anders, aber es ist immer noch da. Und ich hatte heute das Video von Caroline Kebekus gesehen, Brennpunkt, zum Thema, genau zu dem Thema. Und da haben deutsche People of Color über ihre Erlebnisse und ihre Wahrnehmung davon gesprochen. Und ich finde, das Video sollte man sich mal ansehen, und das ist so schmerzhaft. Also ich kann das kaum sehen. Also ich bin dann immer den Tränen nahe, weil ich das einfach, ich kann das halt nicht nachempfinden, als so wie ich nun mal bin und so privilegiert, wie ich auch bin, aber ich höre das und bin einfach fassungslos, dass sowas immer noch da ist und wo das jetzt, und das ist schon so lange existiert, und ja. Ich poste nachher nochmal den Link rein, wenn du hast. Ja, genau. Und das ist ein schweres Thema, und gleichzeitig hat die Wissenschaft halt eine Verantwortung, und insbesondere wenn sie halt solche Weltbilder erzeugt. Ich sag mal, mein Erdkundelehrer, der dann vielleicht mich mit Mitte der 80er Jahre unterrichtet hat, der war wahrscheinlich auch kein schlechter Mensch. Aber der ist dann halt in einer Zeit sozialisiert worden, wo er das, was er uns da weitergegeben hat, halt gelernt hat. Und mir war das halt jetzt nochmal irgendwie krass, das teilweise bis in die 1990er Jahre hinein, also in der Biologie noch von Menschenrassen gesprochen worden ist. Und das kann man also auch in Biologiebüchern und so nachweisen. Die ersten kritischen Stimmen zu diesem Konzept der Rassen kamen also schon so um 1900 auf, aber es hat eigentlich dann noch so bis in die 1990er Jahre gedauert, bis das halt sich auch wirklich dann mal so langsam durchgesetzt hat. Und eine Erkenntnis, die ich also ganz spannend fand, war, dass dann also bei gentechnischen Untersuchungen, die ja dann jetzt auch noch nicht so viele Jahrzehnte irgendwie möglich sind, mal rauskam, dass halt zum Beispiel die genetische Varianz, die du irgendwie hast, dass die gar nicht so sehr sich unterscheidet zwischen Vertretern einzelner Rassen, wenn du denn dann dir da irgendwelche Rassen imaginieren magst, sondern dass die genetische Varianz eigentlich innerhalb der Vertreter von diesen Rassen viel größer ist. Im Vergleich zu Vertretern unterschiedlicher solcher angedachten Rassen. Und das ist halt etwas, was ich da ganz, ganz interessant fand. Oder auch zum Beispiel diese Idee, irgendwie die Hautfarbe könnte irgendwie wirklich so als eine Hautfarbe bezeichnet werden, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob es in unseren Belichtungsverhältnissen liegt, aber selbst wir drei Weißbrote sehen jetzt hier irgendwie schon mal irgendwie ein bisschen anders aus, unser Weiß, ne? Und dass man sagen könnte, ein Chinese habe gelbe Hautfarbe oder ein indigener Amerikaner habe rote Hautfarbe, das ist ja auch Quatsch irgendwie. Es ist kein Gelb, es ist kein, das ist halt irgendwie
Gute Beispiele, ja. Ja. Und das Interessante fand ich auch, ist halt, wenn Völker gewandert sind dann und in andere Klimazonen eingewandert sind, dann haben sich auch ihre Hautfarben innerhalb von nicht so langer Zeit halt dann auch schnell verändert. Claudia, du wolltest rein? Ja, also ich finde, wie du so gesagt hast, so dass man das ja, dass Wissenschaft das dann widerlegt hat mit der Varianz und ich finde, da merkt man, ist ein wichtiger Punkt, dass tatsächlich Wissenschaftler, die das ja widerlegen müssen oder die das widerlegt haben, die mussten sich ja auch dieser Einteilung bedienen, um zu zeigen, dass sie falsch ist. Ne? Also die mussten ja sagen, die Varianz innerhalb dieser falsch definierten Gruppe ist viel größer als die zwischen diesen Gruppen und ich stelle mir das irgendwie schmerzhaft vor, mich als Wissenschaftler an so eine Einteilung halten zu müssen und sie, um sie zu widerlegen, wenn man, aber ich glaube, das ist ein etwas internalisierter Gedanke, dass ich das ganz seltsam finde, dass man dann diese Einteilung ja nutzen muss, um sie zu widerlegen. Eine der letzten Veranstaltungen zu Wissenschaftsthemen, die ich noch vor Corona-Zeit besucht hatte, war noch knapp durchgegangen sozusagen, war hier in Hannover eine ganz schöne Sache von der Volkswagen-Stiftung. Volkswagen-Stiftung, genau. Zu dem Thema Kolonialismus in Museen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie sich diese bestimmten Bilder reproduzieren, auch in Zeiten, wo so die typischen Konsumenten von Museen, was ja so Teil der höheren Kultur ist, bla bla bla, natürlich wissen oder ja, auch von sich sagen würden, ja, klar, ich weiß, es gibt keine Rassen oder sowas, aber dass sich so bestimmte Bilder reproduzieren, nicht? Weil die Art, wie die Museen umgehen, mit der Tatsache, dass sie voller kolonialem Raubgut sind, wenn man an das Pergamonmuseum in Berlin denkt, teilweise die absoluten Top-Aushängeschilder der Museen selbst, über die sie sich definieren, koloniale Raubgüter sind im Prinzip, dass die Museen sozusagen damit davonkommen, diese Agenda sozusagen auf die lange Bank zu schieben, diese Sachen zu restituieren. Ja? Und wenn es dann mal zu Diskussionen kommt, auch wirklich ganz, ganz merkwürdige Argumente zu hören sind, was sie davon abhält, das zu machen. Nicht? Oder zum Beispiel so ein pseudo-fürsorgliches Ding von, ja, aber wir hier, wir wissen, wie man auf diese Sachen wirklich gut aufpasst. Und wer weiß, die Leute, von denen das ursprünglich kommt, ob die das wo sich diese Sachen reproduzieren und allein die Existenz von, inzwischen nennt man es ethnologische Museen, ethnologische Sammlungen oder so, in dieser Art von Unterscheidung zu Kunstmuseen zum Beispiel, eigentlich eine Menge darüber verrät, wie richtig moderne, aufgeklärte Menschen, die total über den alten Rassismus hinweg sind, immer noch diese Sachen aktiv reproduzieren. Also das fand ich bemerkenswert. Und mir war es auch vorher nicht bewusst, institutionell, wirklich systematisch, und mir war es vorher auch nicht bewusst, dass das wirklich so dermaßen noch kein Thema ist und auch noch nicht stattfindet mit diesen Raubgütern. Naja. Ja, und ich habe euch einen positiven Ausklang versprochen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie die Lösung gegen den Rassismus in der Gesellschaft hätte oder irgendwie eine positive Message hätte, was den Rassismus in unserer Gesellschaft angeht. Nein, die habe ich natürlich nicht. Und es ist eine traurige Situation. Und es ist auch kein Problem der USA alleine oder anderer Länder, sondern es ist auch unser Problem hier in Deutschland. Und Jetzt wissen wir danach zu sagen, benennt Rassismus. Schreibt ja. Nicht. Genau. Ja, klar. Ja. Und was aber die Rolle der Wissenschaft angeht, um da wenigstens da einen positiven Ausstieg zu finden, da ist nämlich letztes Jahr was Gutes passiert. Und zwar ist das die sogenannte Jena-Erklärung. Die habe ich auch den Link gerade in den Chat gepostet. Und zwar, ich habe jetzt schon gesagt, es gab diese Konzepte dieses Rassedenkens in der Wissenschaft noch, oder zumindest in Büchern noch bis in die 90er Jahre, aber daran hat sich wirklich dann einiges geändert. Und ich glaube, es gab dann irgendwie so eine Art Konsens, der aber halt sich so entwickelt hat, dass das mit diesen Rasseeinteilungen bei den Menschen halt Quatsch ist, auch biologisch Quatsch ist.
Und dieser Konsens ist dann in der sogenannten Jenaer Erklärung 2019 mal wirklich auch festgehalten, aufgeschrieben worden und von der Deutschen Zoologischen Gesellschaft dann auch in Jena, was auch absichtlich gewählt worden war, weil das vorher halt so ein Ort der dieses Rassedenkens war, verabschiedet worden. Und da heißt es dann so schön, nach dieser Jenaer Erklärung ist also das Rassenkonzept Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung. Und das fand ich eigentlich eine schöne, schöne Fassung so. Irgendwie, es ist nicht so, die Wissenschaft hätte gesagt, jetzt gibt es hier Rassen und dann ist es ja okay, wenn ihr dann auch in Rassen denkt und da vielleicht eure Vorurteile habt, sondern nein, die Wissenschaft hat hier Scheiße gebaut, sondern eben weil es auch rassistische Denkstrukturen auch von Forscherinnen und Forschern gibt, haben wir uns hier Schubladen aufgemacht, die eigentlich keine sind. Und es gibt diese Rassen einfach nicht. Und wir beerdigen an dieser Stelle 200 Jahre oder noch längere Geschichte, Wissenschaftsgeschichte, wo wir über Rassen sprechen. Und das kann nicht, liebe Rassistinnen und Rassisten, wenn Rassistinnen und Rassisten versuchen, sich die Wissenschaft zur Grundlage zu nehmen. Nein, das ist keine Grundlage, sondern wenn ihr andere Menschen ausgrenzen wollt, wenn ihr gruppenbezogene menschliche Feindlichkeit äußern oder auf die Straße tragen wollt, habt ihr nicht den Rückhalt in der Wissenschaft und ihr habt auch nicht unseren Rückhalt. Nein. Genau, das war mein leichtes Ausgangsthema, was ihr von mir gefordert habt. Sehr schön. Ja, wichtiges Thema. Ja, klasse. Mir fällt noch eine kleine positive Nachaktion ein, die wir auf dem Forschungsstrom-Twitter-Account machen könnten. Wir könnten mal ein paar Follow-Empfehlungen geben. Es gibt ja auch, man sollte es kaum glauben, aber es gibt Schwarze, die Wissenschaft machen in Deutschland und sich zu Themen äußern und ein paar von denen mal zu hören und einfach auch mal zu sehen und im Strom Twitter-Feed zu haben, kann helfen. Das ist interessant. Ja, ich habe auch, wo du eben, Claudia, sagtest, irgendwie mit den Geschichten, die rassistisch sind und so. Also an manchen Stellen zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Kinderbücher vorlese, zum Beispiel dieses andere gesellschaftliche Problem, wie zum Beispiel das Unsichtbarmachen von Frauen in der Gesellschaft durch die Sprache, das ist super easy, irgendwie on the fly zu korrigieren. Also ich kann mittlerweile Kinderbücher, die im generischen Maskulinum geschrieben sind, kann ich ohne Stocken in gendergerechter Sprache vorlesen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dieses Rassismus als Konzept steckt halt so tief auch in diesen Geschichten drin, das kannst du nicht on the fly, kannst du nicht Pippi Langstrumpf irgendwie auf unrassistisch umdichten, ne? Und oder auch Gewaltverherrlichung oder so, ne? Hänsel und Gretel ist irgendwie, habe ich einmal meinen Kindern vorgelesen, das ist sowas von brutal, kann man eigentlich keinem Kind irgendwie vorlesen, ist aber viel schwieriger, genauso wie Rassismus aus den Denkstrukturen rauszukriegen. Und ja, es ist eine Aufgabe für uns alle. Ja. Ja. Uff. Ja, sorry. Jetzt zu einem schönen Abschluss. Außerdem sind wir damit wieder mal aktuell. Black Lives Matter. Ich meine, das ist jetzt gerade, ja. Ja, und wäre schade gewesen, es nicht zu thematisieren, ja. Eben, und ich finde, also wir können keine Erfahrungen beitragen, aber ich finde, man das Thema nicht verschweigen und ansprechen. Und ich beschäftige mich jeden Tag damit, dass ich selber Dinge vielleicht sage, die verkehrt sind und ich mich selber über mich selber erschrecke und dann an mir selber arbeite, so Sachen zu erkennen. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe. Das kann niemand sonst machen. Das ist unsere Aufgabe. Und ich finde, das sollten wir uns alle sehr zu Herzen nehmen, weil ich das so Sachen, das darf alles, das ist alles verkehrt. Ja, achso, aber wenn ich vielleicht noch einen positiven Ausblick noch einstreuen kann, und sorry, wenn ich hier immer mit irgendwie meinen Kindern komme, aber ich habe mich halt auch wirklich gefragt, wie Kinder in ihrem Großwerden und Aufwachsen halt zum Beispiel Menschen mit anderen Hautfarben, People of Color halt wahrnehmen, ne? Und es ist, wir leben hier schon irgendwie in einem sehr weißen Stadtteil von Berlin.
Und im Kindergarten gibt es gibt's einige Familien, die irgendwie vielleicht auch so einen syrisch-türkischen Hintergrund haben. Ich habe mich immer gefragt, ist zum Beispiel Hautfarbe, wenn sie wirklich von komplett schwarzen Menschen, ist das für die sowas Besonderes? Und wenn wir durch den öffentlichen Raum gehen oder in der S-Bahn fahren oder so, da hast du natürlich oftmals auch irgendwie, dass du da mit schwarzen Menschen zusammenfährst. Und ich habe immer mal geguckt, wie reagieren die Kinder da drauf? Ist das für die irgendwie was Besonderes? Und manchmal, wenn Kinder so auf eine dicke Person zeigen und sagen, dann hast du immer Angst, oh, jetzt sagt die gleich, sagt das Kind gleich, oh, die Person ist dick. Das ist ja irgendwie gesellschaftlich nicht so akzeptiert. Und deswegen, als da mal mein Sohn irgendwie, der dann irgendwie 3 war oder so, auf einen schwarzen Menschen in der S-Bahn zeigte, da dachte ich schon, oh, was kommt jetzt? Und dann hieß es aber nur, oh, der hat ein tolles, guck mal, was der da hatte, der irgendwie ein Gerät in der Hand, irgendwie so ein Kopf. Musikplayer irgendwie, ne? Und das ging dann darum. Und als er jetzt so 4,5 war, da hatte ich das jetzt zum ersten Mal, dass er dann irgendwie dass für ihn Hautfarbe auch ein Thema war und dass er sagte, oh, der hat eine andere Hautfarbe, ne? Und insofern, das ist was den Kindern nicht unbedingt angeboren ist, was sie dann aber irgendwann schon wahrnehmen. Aber natürlich hat das überhaupt gar keine Wertung, ne? Und das, denke ich, muss die Lektion sein. So. Kriegen wir noch eine Brücke hin? Brücke, ja. Die Wissenschaft als Brücke. Wir brauchen auf jeden Fall wieder einen neuen Termin, Kinders. Also, oh, du sagst was. Das ist doch immer das, was wir am Schluss nochmal klären müssen, oder nicht? Das stimmt, wir brauchen einen neuen Termin. Nach dem Forschungsstrom ist vor dem Forschungsstrom. So weiter. Ja. Was habt ihr denn am 2. Juli so vor? Da bin ich noch nicht im Urlaub. Urlaub? Was ist das? Ach so, gibt's nicht. Ist gestrichen. Da ist meine Vertretung im Urlaub. Nichts mit Urlaub für mich. Ja, bleiben wir beim ersten Donnerstag im Monat, ne? Wenn Lambert okay sagt, dann? Ist super, super Sache. Mhm. So, Kinders, also schreibt euch es in eure Kalender. Wir senden am Donnerstag, den 2. Juli um 21 Uhr. 4 Wochen warten. Ja, Aaron, das ist schlimm. Was meinst du, wie es uns geht? Wie gesagt, ich rede schon mit anderen über Wissenschaft. Das sollst du doch nicht, Claudia. Aber wir haben doch nur 1,5 Stunden und ich habe so viel Redebedarf. Nee, finde ich einen super Plan, das mit dem 2. Juli. Bis dahin können wieder so viele Sachen passiert sein und wir können Feedback bekommen haben, auf den wir sehr angewiesen sind. Ich meine, der kommt ja auch die ganze Zeit schon, weil wir wollen ja auch irgendwie lustig, interessant und neu bleiben, oder? Ja. Also genau, ihr könnt uns auf Twitter schreiben, ihr könnt uns an forschungsstrom@gmail.com schreiben, die E-Mail-Adresse ist unten verlinkt. Wir haben jetzt allerdings ja auch eine Webseite, die aber noch im Progress ist und wir haben auch info@forschungsstrom.tv im Aufbau. Weißt du, da kommt so jemand mit so einem Hammer und einem Meißel und baut sie auf. Nein, also sie ist, da fehlt zum Beispiel noch Lamberts Beschreibung von sich selber. Im Moment sieht es so aus, als wären Henning und ich hier eine People-Show. Ja, es ist die Pre-Print-Version von Forschungsstrom. Danke. Ja. Genau, würdet ihr das bitte Pre-Print previewen? Genau, könnt ihr mal den Draft checken? Genau. Und dann schreibt ihr bitte einen Open Peer Review und stellt das auf eure Seite, aber bitte gelatecht. Und auf der Webseite ja nicht, mit Mafiax, ihr kennt das. Ne? Und unter offener Lizenz. Ja. Und entweder Gold oder Grün. Ja. Ach, eigentlich Platin, ne? Woher kommt eigentlich dieses Platin? Ich dachte, es wäre Diamant. Nein. Ich weiß es auch nicht. Also ich kenne Platinum and Diamond und wird an beliebigen Stellen wahllos substituiert. Mr. Prosser hätte gerne auf der forschungsstrom.tv Webseite noch ein Baustellenschild. Ich habe dieses Animated GIF hatte ich 1997 auch bei mir auf der Webseite. Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, Self-HTML wird heute 25 Jahre alt. Ja. Ich wäre ohne Self-HTML wäre ich aufgeschmissen gewesen damals. Meine allesamt gescheiterten Versuche, Webseiten direkt im HTML selber zu schreiben. Aber es war eine lustige Zeit. Ja gut, Henning, also dann mach doch mal das GIF bitte nochmal auf die Webseite, es wird angefordert. Ja, okay, alles klar. Mr. Prosser, GIF kommt.
und optimiert für Netscape Navigator 4.5. Mit diesem GIF, also was ist das, so ein Sonnenuntergang oder so, der dann da so rumgeht. Ne? Oh. Ja, das wäre so schön. Okay. Ja. Vor unsere E-Mails machen wir pinke Schrift und so mit Blinken und Einblenden. Marquis-Effekt. Ja, HTML. Nächste Folge erklärt Lambert euch dann, was nochmal eine Mailbox war. Und dann fragen wir ASCII-Codes ab. Gib mir irgendein Stichwort und ich mache 90er-Jahre-Verherrlichung daraus. Kein Problem. Aber nee, das mit den Themen ist eine Sache. Eine andere Sache ist, was eigentlich auch schon fast ein stillschweigender Konsens ist, die langjährigen Zuschauenden werden schon kennen, dass wir ja auch Gäste haben. Also wenn es irgendwie da Ideen gibt in der Richtung, die werden auch entgegengenommen. Also vielleicht nächsten Monat eine Folge mit GästIn oder eine mit Themen, wissen wir noch nicht. Wir planen ja noch nicht so weit. Genau, schickt uns Vorschläge, sowohl Fremdnominierungen als auch Selbstnominierungen sind erlaubt. Genau. Und genau. Oha. Ich sehe schon ganz viele Kommentare auf dieser Forschungsstrom-Webseite. Ja, ich hatte bei mir Remote Access laufen auf MS-DOS 401. Aber das erzählen wir wirklich vielleicht später. Okay. BTX würde man das, da sind wir wieder beim Problem der digitalen Langzeitarchivierung. Ich glaube, kriegt man gar nicht mehr zum Rennen, weil wo sollte das, wenn es keine deutsche Bundespost gibt, kann es auch kein BTX-System haben, oder? Müssen wir bauen. Ja. Gut. TX-Emulator. Ja. Dann, es war sehr schön mit euch, genau. Ja, hat Spaß gemacht. Mit euch auch. Der Vorhang schließt sich wieder. Danke. Ja, müssen wir das jetzt reversen? Oder ist das too much jetzt? Ich weiß nicht. Nee, das machen wir jetzt. Ziehen wir jetzt durch. Ach, okay, gut, alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Moment, wir müssen das jetzt länger halten.